Hallo liebe Mozis, ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelles Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letztes Solo, Standoff, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Läuft! Oh mein Gott! Alright! Also, ich glaube, ich sitze einigermaßen. Bist du bequem? Ja, gemütlich. Sehr gut! Yes. Hast du irgendeine Ahnung von dem Podcast? Hey, ich habe ein bisschen so ein bisschen reingelassen. Aber sonst nein, eigentlich nicht. Okay. Ich meistens auch nicht. Kannst du das Mikrofon ein bisschen näher nehmen? Ja, sicher. Und Ich muss vielleicht ein bisschen unsere Geschichte erzählen, wo wir uns überhaupt kennen. Ja. Oder du kannst sie ja gerne erzählen. Ja, es ist immer, oder? Es gibt, wie geht das? Es gibt deine Sicht, meine Sicht und die Wahrheit. Genau. Und die ist wahrscheinlich irgendjemand dazwischen. So. Ja. Nein, kennengelernt uns haben wir bei den goldigen Spraydosen, oder? Yes. Ja, mega cool. Coole Challenge. Also ich habe es recht lustig gefunden. Ich weiß nicht, wie es du gefunden hast. Ich habe es mega geil gefunden. Es ist ja ein SRF-Format von G&G, ja. Wo es gibt immer anderes goldiges Zeugs. So. Und ich habe vor Jahren gedacht, dass sie schaffen es nicht mehr, noch etwas Neues zu finden, wo man goldig machen kann. Weil vor irgendwie 8 Jahren oder so sind Charlie und ich mal beim goldigen Iglu gesehen, wo man hat müssen ein Iglu bauen und drin übernachten. Und wie war es? Auch sehr spannend. Sehr spannend. Aber die goldige Spraydose hat mir besser gefallen. Okay. Und dann ist halt die Anfrage gekommen für die goldige Spraydose, wo man lernt, sprayen. So. Und mit verschiedenen Experten, und einer davon bist du gewesen. Ja. Und man hat halt verschiedene Challenges gekriegt. Überhaupt mal lernen, wie man eine Spraydose bedient, was man mit der kann machen. Und dann halt auch Designs erstellen, wo man dann irgendwie überhaupt eine Wand sprayt. So. Ja. Und dort bist du gekommen für Character Design. Character Design. Ja, genau. Ja. Und die Folge hast du ja auch, die Challenge hast du ja gewonnen. Und darum habe ich dich eingeladen. Darum habe ich gefunden, ich lasse den Experten. Winning. Wo ich etwas gewonnen habe. Nein, sondern weil der Character, ich habe dem ja einen Namen gegeben, der heißt ja Kuri. Weil das habe ich gar nicht gewusst. Die haben immer vom Curry geredet. Ja. Und wir haben es in Kur gemacht. Und dann hat dann irgendwann gefunden, der muss Curry heißen. So. Und kannst du mal. Verfolgst du den weiter, den Charakter? Jetzt kommt es eben. Kannst du mal auf Merch Arsenal Europe gehen? Merch Arsenal? Ja. Such das mal. Das ist Arsenal. Punkt Europe oder was? Ich glaube Bindestrich. Also google es mal, dann kommst du sicher auf die Seite. Merch Arsenal, das ist denn schon crazy. Kann ich gar nicht. Das ist ein Kollege, wo Merch macht für verschiedenste Leute. Mhm. Jetzt kannst du mal auf Artists irgendjemanden. Jetzt bin ich aber gespannt. Hey. So, siehst du. Dodo kommt nächste Folge übrigens. Ah, oh, nice. Da. Sagst du mir einen Gruß? Sag ich gern. Da, Achtung! Und jetzt schauen wir da links das T-Shirt. Oh, cool. Wir haben ein T-Shirt gemacht und der Babystrampler. Yeah! Ah, so gut. Und der Bane hat seins schon gekriegt. Was hast du für eine Größe? Dass das weiterlebt. Was hast du jetzt mal für XL? XL? Jesus, ja. XL habe ich nicht. XL habe ich nicht. Das ist eine Motivation für den Sommer. Aber ich schenke dir natürlich eins. So geil. Christoph, du kannst gar eins kaufen. Nein. Wenn du willst, kannst du natürlich auch eins. Yeah. So. Wie nice ist das? Das ist wahrscheinlich mehr aushängen. Wir haben XL haben wir momentan noch nicht, aber wir müssen vielleicht noch machen. Ja, wenn es gross geschnitten ist. Ja, ich muss mir glaube schon noch ein bisschen drei planken. Und sonst, das
sonst die habe ich aber nicht dabei. Ich habe, L habe ich glaube noch nicht mehr. Sonst tun wir die noch austauschen. Aber auf jeden Fall habe ich natürlich weil, ja, ich glaube, das L würde gehen. Das L würde gehen, das ist ein M jetzt gesehen gerade. Ja, das L würde fix gehen. Wenn das ein, also? Wenn das ein M ist. Nochmal Glück gehabt. Dann machen wir das. Und du hast mir dort wirklich mega geholfen bei diesem Character Design. Weil es ist ja eben, die Challenge ist gesehen, man soll irgendeine Figur kreieren, die dann halt so ein bisschen, wie nennt man das? Die Aushängefigur wird. Ja, repräsentativ für dich. Genau. Ich finde, hast du es gut angebracht, oder? Mit den Haaren und allem, oder? Das ist perfekt. Ja, dort haben wir dann herausgefunden, dass bei mir alles immer von diesen Zacken kommt. So, das ist wahrscheinlich wegen meiner Haare, das ist aber auch, weil ich Basketball-Fan bin und irgendwie seine Krone so vier. Ja. Und irgendwie sind die Zacken immer irgendwie vorhanden gesehen bei jedem Charakter, den ich angefangen habe. Und du hast mir dann gesagt, bei dem könnt ihr noch die Zunge so rausschauen. Ja, genau. So, und dann haben wir das weitergezogen. Die Zungen sind immer gut, das zu haben. Und jetzt kommen wir mehr zu dir, jetzt haben wir meinen Teil schnell durch. Das ist unter anderem, weil du, also du hast sehr viele Characters, aber so die Dinge, hat sich dann dort gezeigt, ist die Robots. Ja, mit die Oibots. Ja. Oder wie nennst du sie? Oibots. Ja, genau. Ja. Wo du auch irgendwann einfach mal angefangen hast. Ja, die mache ich jetzt schon seit etwa 10 oder mehr Jahren. Yeah. Also haben die sich jetzt so entwickelt bis zu dem, wo sie jetzt sind. Ja, und sie machen einfach den Leuten Freude, als ich das gemerkt habe damals. Sehr überrascht gewesen, hätte ich nie gedacht. Weil ich bist einfach in deinem Film drin, oder? Und ja, seit dort sind die sehr requested. Unter anderem ein Jahr lang am Millerntor gewesen, im St. Pauli-Stadion. Riesengroß hin auf der Anzeige. So geil. Ausgewählt worden aus einem Pod von anderen Künstlern und ja, immer wieder überrascht, so was, ihr wollt den? Okay, cool, ja. Weil ja, manchmal bist du auch natürlich unsicher. Ich glaube, jeder Künstler ist sich ein bisschen unsicher mit seiner Sache. Weisst nicht so recht, wo passt es rein, wie kommt es an und hörst viele Meinungen dazu. Und ja, ja genau, das sind's. Ist das beim Stadion? Ja. Das ist gerade beim Aufhängen, das ist auf der anderen Seite, das ist eben die ganze Anzeige, oder? Heim, yeah. Und Gast und die Zeit und so weiter. Die sind dort eine Saison lang da oben gewesen. Ja. Sehr geil. Ja, das ist so eins von der grössten Oibot-Repräsentationen gewesen, ja. Das ist irgendwie 4x5 Meter oder so etwas. Ja. Habe ich so die gemacht mit St. Pauli-Fanli und allem. Wie ist es gemacht worden? Das ist auf einer Plache drauf. Printed schlussendlich. Das Original ist es auf Papier gewesen. Dann habe ich noch viel mehr Sachen auf Papier gemacht. Habe noch nicht so ein bisschen das Digitale drin gehabt. Beziehungsweise ich habe das iPad-Tablet habe ich dann noch nicht so entdeckt. Aber es ist erst gerade dann auch gekommen mit dem Pencil und alles. Ja. Das kommt mir sehr entgegen, so können es schaffen. Ja. Genau, und dann haben wir noch so eine Bande gehabt, auch noch. Mhm. Ja, das war mega cool gewesen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her wieder. Ja, aber der ist um. Die Leute haben gerne auch so Babystrampler gemacht wie du. Yeah. Ja. Ja, ich habe gefunden, der passt jetzt sehr gut drauf. Fürs T-Shirt habe ich gefunden, schwarz-weiß. Also es ist ja Cream und für den Stampel habe ich gefunden, die volle Farbe. Und das ist eigentlich noch für deine Mutzis machen da, auf einer Kaffeetasse. Haben wir uns auch überlegt, Unbedingt. Aber man hat gefunden, Mutzi-Becher ist ungeschlagen. Also das kann man momentan nicht toppen. Ja. Aber dann sind natürlich andere Schwierigkeiten gekommen, nämlich im Druck. Was nimmst du für einen Druck, dass überhaupt alle die Farben so schön ankommen? Weil eben Vierfarbendruck wäre ja dann schon zu wenig. Ja. Und so wie ich es gesprayt habe, ist es ja mit ein bisschen Schattierungen gesehen, ja. Weil ich das da gelernt habe und so weiter und so fort. Ein bisschen tiefiger. Genau. Ja, genau. Und genau, so haben wir uns kennengelernt und du hast die Oibots gemacht und dann natürlich folgt man sich auf Instagram und schaut mal ein bisschen andere Sachen an und so. Und darum wollte ich die unbedingt mal in einem Pod haben, weil ich würde einfach mega gerne mal
mehr über die und die Leben herausfinden. Cool. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wie ist es zu dem gekommen, dass du jetzt eigentlich vollberuflich Kunst machst? In verschiedensten Art und Weise. Du hast jetzt gerade digital angesprochen. Ja. Das ist mittlerweile ein grosser Teil. Ist auch ein Teil, ja. Wenn ich aber durch Zürich fahre, sehe ich auch eben noch riesen Wände. Ja, ja. mit Kunst von dir. Ein grosses Münster ist eingepackt gesehen in Kunst von dir jetzt. Ja, mega crazy. Das ist, ja. Hey, es ist ein langer, langer Weg irgendwie. Weil ich eigentlich schon nach der Oberstufe schon gewusst habe, wie so, dass ich eigentlich einfach Kunst machen will. Hast du in der Schule immer schon umgezeichnet? Ja, ich habe in der Schule schon immer umgezeichnet. Aber ja, vielleicht muss ich nochmal weiter zurückgehen. Meine Mutter hat schon immer Patchwork gemacht und töpfert und ist sehr kunstinteressiert gewesen. Und mein Vater ist Trickfilmzeichner. Hat damals noch wirklich so Folien bemalt, 25 Stück für 1 Sekunde, oder? Wirklich? Und dann tust du die alle so einzeln abfotografieren, oder? Jetzt kannst du ja einfach eine Figur malen, die Endposition und vielleicht noch die Mitte, den Rest rechnet der Computer, dann kannst du noch mit einem Pfad zeigen und jetzt läufst du da durch und dann wird das alles gemacht. Aber damals, das ist noch wirklich von Hand Folien malen und jede einzelne abfotografieren, also mega viel Aufwand. Eben, für 1 Sekunde so viele Bilder und dann nachher, weißt du, wenn du dir überlegst, all das Disney-Zeugs und so, einfach so 1,5 Stunden Film, wo es damals dann schon gegeben hat. Wo darum haben sie ja irgendwie 5 bis 8 Jahre gehabt zum Teil, oder? Ja, also es ist wirklich ein crazy Aufwand. Und ja, so eigentlich aber schon als Bub viel mit Kunst in Kontakt gsi. Mein Vater hat dann in den 80ern, ist er durch eine Agentur mit dem Keith Haring auch verbunden worden, zum mit ihm an einem Trickfilm zu arbeiten. Er hat dann in Zürich für Big, da Boutique Ida Gut, hat er so die Säckli gemacht, wo du überkommst, wenn du aus dem Laden gehst mit dem Zeugs. Hat dort dann auch im Schaufenster der Bahnhofstrasse ein riesiges Bild gemalt gehabt. Und ich bin dort, was sind wir gewesen? Mein Bruder war, glaube ich, irgendwie um die 5 und ich vielleicht 6 oder so. Ja. So dort, wir sind 1,5 Jahre auseinander, ich mit dem Rühl, nicht so viel. Und ja, dort hat das, glaube ich, alles schon ein bisschen angefangen, einfach so das Aufsaugen, oder? Halt nicht bewusst, oder? Aber dort ist halt schon viel so reingekommen. Älter geworden, fast forward, 5. 6. Klasse, als ich dort in die Klasse gekommen bin, hatte ich ein Mädchen, das Buchstaben so am Malen war. Am Zeichnen auf Papier. Ich sage, hey, was ist das? Was machst du? Ja, Graffiti, weißt du, beim Brüder, älteren Brüder, der so in der Hip-Hop-Szene schon ein bisschen drin war. Ich habe das auch schon ein bisschen gekannt. Ich habe Rap-Musik gehört, ich habe Run DMC cool gefunden und all solche Sachen. Mein Vater hat ein paar Platten gehabt. Beat Street war mir schon ein bisschen so ein Begriff gewesen. Das ist so der, einer von diesen Classic-Hip-Hop-Movies, wo man einfach muss irgendwie gesehen haben. Und das hat mich alles schon so irgendwie interessiert und sie hat mir dann so ein bisschen beigebracht, was Graffiti ist und hat das von dort so wie aufgeschnappt und hat mich mega geflasht und hat das angefangen immer mehr und mehr machen, auf Papier zuerst vor allem. Dann irgendwann mal Wände gesucht, irgendwo hinter einem Schulhaus oder irgendwelche Unterführungen. Ganz üble Sachen gemacht, also richtig übel. Auf Papier hat das tiptop geklappt, aber nachher eine Dose in die Hand zu nehmen, wie du vielleicht erfahren hast selber, ist nochmal ein anderer Schritt gewesen. Und damals hast du von der Dosentechnologie her hast du nicht so coole Tools gehabt, wie es heute hast, wo alle die Graffiti-Writers anfangen, selber ihre Produkte machen, dann hast du einfach irgendwelche Autolack, Duplicolor und weiss ich was für Zeugs. die ganzen Aufsätze, die du selber irgendwie mit einer Nadel vergrößert hast, dass mehr rauskommt und so weiter. Oder vom Axe-Spray da mal irgendwie das hast du probiert. Also es war viel Do-it-yourself gsi auch. Yeah. Und ja, nach einer halben Stunde ist der echt die Hand abgeht, weil sie natürlich nicht gedacht gsi, um so über längere Zeit irgendwie ein Bild zu malen. Ja, mir ist schon so nach einer halben Stunde die Hand abgeht. Ja, also dann, das war richtig hart gsi, also auch wirklich. Und
Ja, von dort hat alles so wie so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ich habe schnell mal irgendwie geschnallt, dass ich nicht nur auf Wände könnte das machen, auch andere Medien gibt. Also Papier war sowieso schon immer etwas gewesen, wo ich mich damit beschäftigt habe, mit Stift etc. Aber habe dann auch irgendwie angefangen, so Holzpanels zu finden und ich weiß gar nicht, ob es dann schon Leinwände gewesen sind, aber einfach auf jeden Fall so ein bisschen eben ausgeschnittene Holzbrettli etc. Yeah. Habe ich alles immer vor allem mit meiner Mutter geschenkt. Sie hat so ein bisschen eine schöne Wand gehabt zu Hause, wenn ich so zurückdenke. Dann irgendwie aber auch immer wollen Rap machen, weil ich bin englischsprachig aufgewachsen und habe das alles verstanden, was die immer alles so sagen. Und ja, ich habe natürlich nicht direkt jetzt einen Bezug gehabt zu New York oder LA Streetlife oder so etwas. Aber halt die Art, wie das übergekommen ist und alles. Hat mich immer sehr geflasht und der sogenannte Swag, den die hatten, so die Art und Weise, halt, wie sie sich gekleidet haben, bewegt etc. Und dann ist irgendwann auch Fresh Stuff passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt. So einer der ersten Rap-Compilations in der Schweiz mit Mundart-Rap drauf von. Ich habe mal davon gehört. Crazy Force Crew und EKR damals und ja, viele andere. Sind glaub nicht so viel von Basel dabei gesehen. Doch, im Fall. Ah ja? Ja. Eben ein Black Tiger. Ist drauf gesehen? Ja, oder Luana, ich weiß nicht, ob ihr etwas sagt. Sie hat auf Englisch gerappt vor allem, okay. Aber auch von Basel. Also dann P27. Ich kann sagen, P27 ja. Muss drauf gesehen sein. Und ja, im Allgemeinen so, die Hip-Hop-Szene Basel ist irgendwie dann sehr präsent gewesen, auch wegen der Line, die bekannte Line von Basel, die Einfahrt an Bahnhof Basel, wo einfach auch jetzt noch einfach strotzt vor Graffiti, Farbe, alles Mögliche. Und ich als Teenager, das ist einfach so, ich war so geflasht von dem. Yeah. Meine Mutter hatte eine Freundin in Basel und wir konnten dann bei ihr übernachten. Und wir sind dort an dieser Line rumgestiefelt mit unseren Kameras und haben einfach alles abgefötelt und sind im Dreck rumgewartet und wollten einfach das alles sehen und aufsaugen. Und im Gundeli, ich weiß nicht, ob das noch gibt. Ja, doch, natürlich. Ja. Dort war eben das Mural vom einen Cover, Fresh Stuff 2, einfach so eine grosse Wand. Yeah. Und dann haben dort damals, lustigerweise, die Uganda Brothers geheißen. Ich bin ja halb von Uganda. Mhm. Und das sind Breaker aus Basel. Und die haben dort mit P27, das, was ist das gewesen? Das Geld und der Tron und der Scam, glaub's. Ja, die haben dort irgendetwas gehabt, workshopmäßig, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt dort hinwählen und bin dann auch schlussendlich dort gewesen und die haben gebreakt und gegrabt und gemacht. Und ja, einfach das ganze Hip-Hop-Ding hat mich sehr geflasht und ich wollte einfach auch irgendwann rappen. Und aber hatte das immer als Englisch-Rap im Kopf gehabt. Und habe gar nicht geschnallt, dass es eigentlich möglich wäre, auch mundartmäßig zu machen. Eben dann das Fresh-Stuff-Zeugs habe ich so ein bisschen wahrgenommen. Aber auch noch nicht so richtig geschnallt und dann ist, glaube ich, irgendwann mal da in Zürich, was ist es, Zürich Slang, EP oder so etwas ist rausgekommen. Wo dann ist mir wie so der 20er Abend, ich so, hey, ich kann das auch auf Mundart machen. Mhm. Das, ja, das kann ich auch. Und dann hat so eigentlich so ein bisschen meine, das ist Ende 90er, hat so ein bisschen meine Mundart-Rap-Karriere, sage ich jetzt mal, angefangen. Vor allem mit Freestylen zuerst in Kellerlis und so. Nachher mit der Zeit anfangen all die verschiedenen Konzerte gehen und Jams und Leute kennenlernen in der ganzen Schweiz. Eben, Social Media war dann Reisen. Also eben, es war Social ohne Media, sage ich immer. Yeah. Also du musst eigentlich unterwegs sein, weil sonst hast du eigentlich nicht können connecten mit den Leuten. Du hast nicht einfach irgendwo etwas googeln. Und hast irgendein Tape oder eine brennte CD müssen. Ja, oder? Jetzt ist ja mega easy. Gehst auf YouTube, findest etwas, yeah. Gehst auf Instagram, findest etwas. Und dann hast du einfach wirklich müssen mit Leuten connecten an Konzerten und so weiter. Und ja, aber das ganze Gemalen und alles ist nie weggegangen. Ich habe immer Sketchbooks gehabt und immer ein bisschen zeichnet und kribbelt und sketcht und umgetaggt und Backstages vertaggt und so. Und ja, nach ein bisschen mehr als 10 Jahren irgendwann ist mir das wie so ein bisschen anstrengend geworden. Einfach so das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit eigentlich, wie du gesagt hast, ich bin immer on Tour, oder? Ich habe auch wie so das Gefühl, ich muss die ganze Zeit nachliefern, weil sonst,
sonst wirst du vergessen, oder? Sonst denkt niemand mehr an dich, gibt es dich nicht mehr. Und der Druck irgendwie auch das Gefühl haben, ey, ich habe jetzt so viele Sachen probiert und gemacht. Also jetzt im Musikbereich. Ja, genau. Und das ist irgendwie nicht mehr... Oder es kommt nicht so an, wie ich es will. Ich habe immer von meiner Kunst leben. Und auch mit der Musik. Ich habe dann auch gemeint, okay, das kommt jetzt. Weil dann jetzt Viva Schweiz gegeben. Dort hat es eine Rap-Sendung gegeben. Es hat so langsam ein bisschen gefühlsmässig angefangen, Fahrt aufzunehmen. Ein bisschen mehr Akzeptanz auch für das ganze Genre. Wo auch jetzt noch, finde ich, es könnte auch noch mehr da sein. Weil so der kulturelle Beitrag in Form von Sprachgebrauch etc. Wo ich beim vor allem Mundart-Rap sehr stark finde und sehr hoch ist, ist wie noch nicht so akzeptiert gewesen. Es kommt jetzt langsam immer mehr oder es ist auch mehr vertreten in Radio etc. Und durch die ganzen Communities, die all die Jungs und Mädels haben, doch wird es immer präsenter. Aber dann war irgendwie bei mir wie irgendwann ein bisschen so die Luft draussen gewesen. Und ich habe mich einfach wie so darauf besinnt, wieder auf mein, was habe ich eigentlich gemacht, was habe ich cool gefunden. Und so, ah ja, ich habe immer gemalt und ich muss das jetzt wieder mehr in den Vordergrund stellen. Und ja, das war vor etwa 12 Jahren gewesen. Und dann mir das Ziel gesetzt, einfach so, nein, jetzt, das ist jetzt einfach das, das will ich machen, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, mein Leben lang zu machen. Das eine Ding. Ohne, dass mir langweilig wird, ohne, dass ich irgendwie ja, den Anschiss habe. Und ja, seit dort am Pushen und ja, jetzt bin ich da. Es ist also so jetzt schnell für gespult, habe ich... Wie auch von dem Graffiti-Ding wegkommen, nicht mehr wollen, so ein bisschen... Weil Graffiti ist ja vor allem, ich habe meinen Namen und den schreibe ich überall an. So viel wie es geht. Aber der Fame, den du für das überkommst, ist wie so Szene intern. Es ist nicht eigentlich gedacht, dass es Außenstehende in dem Sinn verstehen. Weil auch die ganzen Tags, die Art von Kalligrafie, ist sehr verschachtelt zum Teil, ist so ein Handstyle, wo man sich muss wie antrainieren können zu lesen. Und ja, für Außenstehende ist es eine Schmiererei, es gibt Kritzel. Wenn man vielleicht mal ein schönes Bild sieht, kann man wie sagen, okay, es wirkt auf eine gewisse Art, aber man kann es wahrscheinlich immer noch nicht gross entziffern, je nach Style. Und ja, ich habe einfach so ein bisschen, ist mir langweilig geworden, meinen Namen einfach immer wieder, obwohl ich jetzt auch halt einfach meine Oibots immer wieder wiederholen, oder? Aber ja, ich habe einfach nach etwas anderem gesucht und Character, Design und so, das hat mich schon immer interessiert, habe ich schon immer cool gefunden. Und habe aber auch angefangen einfach mit Formen rumzuspielen, wo mich sehr an die Buchstaben und alles erinnert haben. Die ganzen Flows und Verschachtelungen und so. Und aus dem aus hat sich mein ganzer Style irgendwie entwickelt. Und ja, irgendwann einfach gemerkt, so, ah, ich habe einen Style. Weil das, ja, ich weiß nicht, wie es ist beim Comedy machen, oder? Aber du machst es einfach so viel, das, dass es sich irgendwie dann rauskristallisiert, oder? Das finde ich aber das Spannende, dass ja der Stil, man sich am Schluss gar nicht aussuchen kann. Also, der ist in einem drin. So, oder? Ich habe das in der Comedy gemerkt, als ich angefangen habe, habe ich Comedy probiert, aufgrund von dem, was ich persönlich lustig gefunden habe. Und ich habe mich null wohl gefühlt mit dem auf der Bühne. Weil ich habe gemerkt, das bin nicht ich. Ich kann das als Konsument geil finden, aber das bin nicht ich. Ich fühle mich nicht wohl. Ich schreibe das Zeug gern und kann es von mir als jemand anderem geben, aber und irgendwie mit der Zeit, der Stil findet dich, so, oder? Und irgendwie, letzte Woche haben wir mit Mimix und LC One geredet. Und dort ist eigentlich genau das Gleiche gesehen, eben im Musikbereich. Wo einfach irgendwie, sie haben zuerst also Gangster-Rap wollen machen und irgendwie dann gemerkt, bist halt nicht ganz du, du hast nicht die gleiche Geschichte wie irgendjemand, wo du jetzt da los ist. Und ich glaube, in der Kunst ist es genau das Gleiche, dass halt einfach mit der Zeit, je länger du machst und auf dich los ist und kreativ bist, indem du einfach willst kreativ sein und einfach machen,
kommt das wie aus einem raus, so, oder? Und dann hast du wahrscheinlich auch, ich meine, du hast mir ein Foto gezeigt, wie du mit dem Keith Haring irgendwie durch den Park laufst. Ja, das ist irgendwie Park, genau. Ja. Und irgendwie bei der, ach, wie heisst das, Nöchi Lochergut hat eine riesen Wand von dir, oder? Ja. Und die Sorte von, ich weiß nicht, wie man es nennt, die Sorte von Figuren, oder was? Ich nenne sie Flows, einfach weil es eben so alles ist irgendwie... So, und das hat keine direkte Connection, wenn man es aber weiß, denke ich, hat irgendjemand Keith Haring auch Einfluss in das gehabt. Und das bist auch du, das ist dein Leben, wie das sich so entwickelt hat, oder? Ja, man kann ja nicht anhocken und sagen, so, jetzt kreiere ich meinen Stil. Genau. Weil, ey, da machst du dich ja wahnsinnig, oder? Weil, ist das jetzt mein Stil oder nicht? Weißt du, so, das kommt ja einfach durchs stetige Machen und irgendwann kristallisiert sich aus. Und eben, wie du sagst, am Anfang bist du inspiriert, mega von etwas, kopierst es vielleicht auch schon. Und das Kopieren hilft dir ja auch zu verstehen, wie es aufgebaut ist, wie es sich zusammensetzt, etc. Aber nachher machst du eigene Dings draus, deine eigene Interpretation, es kommt immer mehr weg halt von dem, was dich so stark inspiriert hat. Yeah. Und ja, wird zu deinem eigenen und irgendwann merkst du das, glaube ich, auch, dass wie kannst du sagen, ah, jetzt habe ich, glaube ich, meinen Stil gefunden, aber es ist ja nicht etwas, wo du nachher reingehst und sagst, so, jetzt mache ich meinen Stil, sondern du machst einfach, was du machst und das ist halt dein Stil dann entsprechend. Oder? Und ja, ich meine, so... Wenn man diesen Wissenschaftler glaubt, oder? 99% basiert ja alles im Unterbewusstsein, oder? Mhm. Alle deine Entscheidungen und alles, was du machst, was du cool findest, etc., das kommt ja alles irgendwie von dort. Von dort kannst du, glaube ich, auch eben nicht wirklich sagen, ich... Oder eben ist auch die Frage, wie viel entscheidest du eigentlich überhaupt selber, oder? Das ist dann wieder die philosophische Frage. Hast du überhaupt einen freien Willen? aber das, ja, da kommen wir nochmal in ein anderes Rabbit Hole, wie man sagt. Ich glaub, du entscheidest schlussendlich, was du rauslässt und was du weiter willst verfolgen. Ja. So, ich glaube, dort kommt dann schon eine Entscheidung zwischen, ich weiß nicht, sagen wir wirtschaftlichem Interesse oder mehr künstlerischem Interesse. Ja. Wo man sagt, das wirtschaftliche Interesse ist genau so groß, dass das künstlerische Interesse weiter bestehen kann. Hast du mal gesehen, The Price of Everything? Ja. Die Doku. Ja. Muss ich noch mal schauen, ich habe das mal auf meinem Flieger geschaut. Ja, ja. Also, geht um die globale Kunstszene und wie eben alles einen Preis hat und wie es funktioniert, da. Und da gibt es ein paar Beispiele und ein davon er heißt Poons, Larry Poons. Und da ist so, zu der Pop-Art-Welle ist der riesig geworden mit so Dot-Bilder. Er hat wirklich einfach so riesige Bilder gemacht mit so Dots. Und ihn zeigen sie dort, weil er sich einfach, der Typ, genau. Ja. Weil er sich dort dann einfach dagegen entschieden hat. Ja, genau, von sei. Ja, weil irgendjemand zu ihm gekommen ist bei einer Ausstellung und gesagt hat, die Dot-Bilder, das ist jetzt die Ding, das musst du jetzt weiterziehen. Und mach mehr von dem. Und das hat ihn, irgendwie hat ihm das so abgewendet, dass er ihm gefunden hat, fuck you, das will ich nicht. Ja. Ich will jetzt auf keinen Fall der Typ sein, der einfach die Dot-Bilder macht. Der einfach bekannt ist für das. Genau. Und darum ist er jetzt irgendwie in dem Hütli, wo wir jetzt gerade gesehen haben. Ja, genau. Und macht einfach... macht seit 40 Jahren hat er irgendwie... Oder 40 Jahre lang hat er ein riesen Bild gemacht. und dann hast du natürlich sehr ähnlichen Namen, hast du dann irgendwie neben dran gehabt. Jeff Koons. Ja. Wo halt wirklich das von der Wall Street her gefunden hat, ich weiß, wie man das zu einem Business kann machen. Ja, und zwar so richtig. Einfach richtig. So ein Marketing-Genie auch. Genau. Oder? Und einfach nur noch Leute, die für ihn arbeiten. Mittlerweile will er ja mit Robotern arbeiten. Hey, der hat so crazy. Ich meine, der hat ja wortwörtlich seine Scheiße verkauft. Ja. Geil, einfach so crazy Stuff, wo der. Ja, und auch so ein bisschen provokativ, wo ich denke so, ja. Also ist es die Kunst, die du gesucht hast, oder einfach, du hast einfach wollen provozieren, so krass wie es geht? Oder? Ich finde es aber spannend, weil... Aber das kann ja auch als Kunst gesehen werden. Oder? Genau, ich finde es spannend, weil er einfach wie das Kunst-Game gecheckt hat und gefunden hat, eben, dann mache ich aus Scheiße Gold. So, ja, oder? Ja.
Meine, das ist lustig eigentlich. Das ist eigentlich auch eines von meinen ersten, so ein bisschen, von meinen ersten Kollektionen oder Serien oder so. Weil es gibt ja die, man nennt sie Slabs. Meistens sind sie selber gemacht aus diesen Adresskleberern. Wo du kannst kaufen überall im Coop und so. Mhm. Das ist eigentlich die einfachste Art, um selber Stickers zu machen. Oder mal steht er drauf, nachher schneidest du es in der Form aus. Yeah. Oder du lässt sie einfach in diesem Format. Yeah. Und hast eigentlich so deine handgemachten Stickers, wo alles Einzelstücke sind, wo mega viel Zeit investierst. Und nachher läufst du die Straße und haust die auf. Hast du das gemacht? Ja, habe ich gemacht. Und aber dort mein erstes Projekt war auch so, wie so, hey, mal schauen, ob ich Scheiße kann verkaufen. Mhm. Da habe ich so Scheisshäufelis gemacht. Eins mit Polkadots, eins mit Schleckstängeln, die drinstecken, eins mit Hörnern und habe die auch entsprechend benannt. Weißt du, so der Candy-Shit und der Polka-Shit und der Devil-Shit und der Punk-Shit mit so einem Irokes und mit Guffernadeln und so. Und das ist eigentlich recht cool angekommen. Es hat noch recht viele Leute, also jetzt in meinem, weil sie natürlich deine erste Kundschaft ist ja immer so ein bisschen die Leute, die du kennst. Mhm. Wo die immer noch haben und die haben die alle schön bei sich auf den WCs aufgehängt. Das ist manchmal noch so eine Überraschung, einfach, wenn ich bei jemandem auf Besuch bin und aufs WC gehe und so, oh, du hast auch noch von denen. Ah, mega cool, oder? Und ja, das war auch mein Versuch gewesen, jetzt nicht so extrem wie in ein Glas rein, aber einfach so vom visuell einfach ein Scheisshaufen. Mhm. Und dann dort verkaufen. Ich glaube, es die für 20 Franken damals verkauft, so eingerahmt sogar. Und ist eigentlich recht cool angekommen. So. Ja, und eben, es ist eben so schwierig mit der Kunst. Auch, was ist überhaupt Kunst? Das ist so subjektiv für die meisten Leute. Oder? Es gibt ja den bekannten Spruch einfach, so, ist das Kunst oder kann ich das wegräumen? Mhm. Und das kommt ja auch ein bisschen von dem, dass eben halt schon Putzfrauen in Museen irgendwelche Installationen verräumt haben, weil es für sie einfach wie ein Haufen Müll ausgesehen hat. Und es war auch ein Haufen Müll gewesen, aber halt eine Installation, oder? Und ja, es ist so Ansichtssache, oder? Für viele Leute ist nur das, was sie direkt verstehen, auch Kunst. Eben zum Beispiel ein hyperrealistisches Bild. Mhm. Und alles abstrakt, und ich sage, das verstehe ich nicht, was ist das? Weißt du, eben so da Pünktli. Ja, yeah, ja. Yeah. Lass mich in Ruhe mit dem, oder? Aber eben, es ist auch immer halt der Kontext, wo man es drin muss sehen, oder? Wie auch zum Beispiel der Square, der so bekannt ist, der schwarze Square. Mhm. Oh, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht den falschen Namen sage. Ich sage lieber keinen Namen. Aber so, das ist ein russischer Künstler und der ist so für abstrakte Kunst, das ist einfach so, das ist einfach ein schwarzer Square, oder? Mhm. Und wenn man halt bedenkt, was Künstler vorher gewesen sind, sind es einfach Handwerker gewesen für die Reichen und das ist, das Handwerk ist wie die Kunst gewesen und die haben einfach die reichen Leute porträtiert, die ihnen die ganzen Aufträge gegeben haben und es ist entweder Porträts gewesen oder dann so religiöse Darstellungen, oder wie die Geburt Venus etc. und so. Wo die Kirche ja recht bestimmt hat, dann, was das Motiv soll sein. Und dann, wo halt alle die Leute gekommen sind mit dem abstrakten Denken, wo dann gefunden haben, hey, weißt du was, ich mal einfach das, was ich im Kopf habe und nicht, was du mir sagst. Und darum sind eben die Sachen so revolutionär und bekannt und alles. Und die meisten Leute sind ja einfach so, hey, das ist einfach ein Viereck, ein Schwarzes, willst du mich verarschen? Was ist jetzt so speziell an dem, oder? Aber eben in dem Kontext ist es dann wieder so, ah, die sind die Ersten gewesen, die einfach so gegen die herkömmliche damals Art von Kunst quasi rebelliert haben, indem sie gesagt haben, hey, weißt du was, nein, ich mache da nicht mehr mit, ich lasse mir nicht mehr sagen, was ich zu malen habe, ich male, was ich will. Und dort gehören auch die ganzen Picassos und Renoirs und alle so drin, weil die haben einfach angefangen, so Sachen zu interpretieren, wie sie es wahrnehmen und sehen und nicht mehr, wie man es gesagt hat, es muss so sein. Und darum sind auch viele von denen so bekannt, weil sie einfach gegen quasi die Institutionen so gekämpft haben, oder? Wie er jetzt auch findet, hey, weißt du was, ich habe keine Lust mehr auf euren Zirkus da. Ja. Yeah. Ja, und was natürlich spannend ist, ist, meine Freundin studiert unter anderem Kunstgeschichte. Mhm.
Und sie sagt immer, sie findet etwas schon geiler. Es kann irgendwie square sein, also es kann irgendetwas ganz, ganz simpel sein. Mhm. Wenn sie sieht, dass sie das andere auch können, also irgendwie auch schon mal gemacht haben. Also weißt du, dann gibt es ein anderes Body of Work, so, oder? Mhm. Picasso dasselbe. Ja. Ich meine, ich bin einmal in die Picasso-Ausstellung schauen, die, wie hat es geheißen, die blaue Phase, oder? Ja. Und hat jetzt nichts dabei gehabt, wo ich eben gefunden habe, das macht jetzt etwas mit mir. So, wegen dem ist sicher nicht keine Kunst und so weiter und so fort, oder? Aber ich habe dann gemerkt, ich finde von Picasso andere Sachen toller. Ja. Aber hey, er hat das auch mal gemacht und er hat mal das gemacht. Ja. Und das sind ja dann eben auch wieder bewusste Entscheidungen, wo man sagt, ich habe jetzt Bock, das zu machen. Und mit dem macht man wahrscheinlich mehr Kunst, als wenn man eben dann mit dem Strom schwimmt oder mit dem, wo jetzt die Leute sagen, du musst mehr das machen, du musst mehr das machen, oder? Ich meine, ich verstehe es auch ein bisschen. Ich meine, mit dem kämpfen ja heutzutage ein bisschen viele Menschen in Bezug auch jetzt mit dem ganzen Social Media und alles, oder? Dass du wie unter Druck bist, weiterhin das zu machen mit dem, wo du deine ersten Erfolge hast können machen, oder? Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der Pressure von vielen, weißt, aus dem 27er Club zum Beispiel, oder, wo einfach ihre erste Hit voll drauf aufgenommen haben, oder? Und nachher das Gefühl hatten, sie schaffen es nicht mehr ohne oder im nüchternen Zustand wieder den gleichen Moment zu kreieren, oder? Und sich in dem verlieren, oder? Und eben, ich bin jetzt bekannt so für meinen Stil, aber gleichzeitig will ich auch nicht nur für das bekannt sein, oder? Und auch andere Sachen machen. Und dann merke ich schon, wie die Gedanken aufkommen, wie so, ja, wird denn das auch akzeptiert, wenn ich jetzt auf einmal finde, hey, ich finde im Fall auch, ich mache coole Fotos. Obwohl ich jetzt nicht eine Ahnung habe von Fotografie per se, aber ich das Gefühl habe, ich habe schon ein Auge für ein cooles Bild. Oder? Aber wird denn das akzeptiert, oder? Fange ich wieder von null an und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist einfach nichts. Und alle sagen, ja, das ist cool, deine Fotos, aber kannst du wieder das machen, wo man dich... Und ich meine, da gibt es bekannte Beispiele, wo man mega leid tun, oder? Wie Weather Girls zum Beispiel, wo nur für Raining Man auf der ganzen Welt herumgereicht werden, oder? Und sagen so, ja, aber wir haben auch andere Songs gemacht, so, ja, das ist cool. Aber spiel vor allem das. Und das andere kommt wie nicht so recht an oder will nicht so wahrgenommen werden. Und eben, das Gleiche ist ja mit den Influencers, die bekannt worden sind, durch «Ich zeige viel Haut». Und jetzt findet sie, hey, nein, look, das war eine Phase gewesen, oder ich bin jetzt spiritueller und ich will mehr über Yoga reden oder sonst irgendetwas. Und dann gibt es einfach keine Likes mehr und es gibt keine Influencer-Jobs mehr, weil du nicht mehr so viel Aktivität hast auf deinem Account. Und ich glaube, mit dem strugglet einfach in dem Öffentlichkeitsbereich, glaube ich, recht viele Leute. Weil es ist eben jetzt, ich meine auch als Musiker, als ich Musik gemacht habe, ist immer gewesen, ja, das ist cool, dein neues Stuff, aber ich fände es cooler, wenn du das würdest machen wie auf deinem letzten Album, oder? Ja, es ist eine komische Mischung von heutzutage, ist es sehr schnelllebig. Dass halt irgendwie, eben wenn etwas hittet, dann soll es das sein. Und also ich meine, das ist schon früher so gesehen in der Musik, die, die wirklich lange Karriere hatten, sind die, die sich immer wieder neu erfunden haben, sozusagen. Oder sich einfach der neueste, angesagteste Produzent haben können leisten. Auch, sicher auch. Ja. Aber also weißt du, jetzt sind die richtig grossen, haben schon sich immer verändert und haben aber die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen mitgenommen auf die Veränderungsreise. So, und ich glaube, früher hast du mehr Zeit gehabt für das. Also früher hast du halt mehr so gesehen, wenn du eine grosse Band hast, wo hunderte von Millionen Platten verkauft, dann haben sich sicher alle mal angelost, wenn die etwas Neues rausgebracht haben, oder? Ja. Und jetzt ist es so, wenn du zwei Jahre nichts gemacht hast, dass du überhaupt wieder das Momentum kannst kreieren, wenn du etwas rausbringst, das alle hören, das ist viel schwieriger geworden. Und ich habe das Gefühl, dort mit dem strugglen auch viel. Dass die einen haben das Gefühl, man muss konstant. Ich bin ein bisschen ein von denen. Aber auch, weil es mein kreatives Inneres ist. Ich will auf konstant kreieren. Ja. Und habe verschiedene Outlets für das, hauptsächlich Solo-Programm.
Und vor Corona hatte ich einen Jahresrhythmus, was meinem Rhythmus entsprochen mhm. hat, was aber nicht realistisch ist mhm. für die Szene und ja. für die Schweiz und wie das ja. da funktioniert. Und andere haben das Gefühl, hey, eben, ich mache lieber seltener, dafür hittet es dann. Aber es ist schwierig, dass es dann jedes Mal hittet. So. Ja. Aber ich meine, du als Komiker hast es vielleicht weniger, oder? Dass man sagt, so, hey, coole Jokes, aber kannst nicht wieder die gleichen Witze erzählen, was das letzte Mal erzählt hast. Es ist ein bisschen halt jetzt mit so Reels und so Zeugs, ja. ist dann halt schon, da hast du dann so ein paar Hits, oder? Mhm. Und dann hast du tatsächlich Leute, die sich wie das wünschen, so. Aber es ist weniger geworden. Ja. Es ist weniger geworden. Früher ja. ist es halt noch mehr gesehen, irgendwie, weißt du, wenn du noch Parodien gemacht hast und so. Mhm. Hast du Leute zum Teil enttäuscht, dass du jetzt bei diesem Auftritt keine Parodie gemacht hast. Ja. Und dort habe ich aber wie gewusst, ich darf das nicht machen, weil sonst bin ich einfach der Dude, der irgendwie drei Parodien hatte. Ja. Wo jetzt zwei davon nicht mehr relevant sind. Mhm. Und dann sagst du, du bist der, der die Parodie macht. Ja, genau. Okay. Ja. Ja, genau. Ja, und ich glaube, das ist irgendwie der grösste Challenge, den du als Kreativer hast, oder? Das, erstens mal musst du dich die ganze Zeit hinterfragen, weißt, bin ich noch das am machen, was ich machen will, mhm. oder mache ich einfach das, wo ich weiss, das kommt gut an und mit dem verdiene ich am Schluss endlich auch mein Geld und oder kann ich jetzt einfach ausbrechen und etwas ganz Neues machen, wo die Leute noch nie so gesehen haben von mhm. mir oder noch nie so wahrgenommen haben von mir. Und ja, das ist auch aber mega interessant, oder? Weil du gehst mega eigentlich tief in dich rein und... Aber das ist eh allgemein ein bisschen krass an der Kunst, dass du einfach so dich nach rauskehrst, weil du gewisse Thematiken einfach besser so kannst verarbeiten, als dass du darüber redest. Also bei mir ist das zumindest der Fall. Ja, aber ich muss dann darüber reden, mhm. oft auf der Bühne. Mhm. Ja. Sehr, sehr komprimiert. Also oft ist dann das, was ich ursprünglich darüber nachgedacht habe, kommt dann gar nicht mehr auf der Bühne vor, aber es ist meine Form von Verarbeitung. Ja. So, ja. Wie ist denn bei dir überhaupt eben so kreative Prozess an sich gibt es nicht? Aber ich nehme an, du hast eine Art Atelier. Ja. Du hast irgendeinen Ort, wo du hingehst, zum Kreieren. Ja. Aber die Kreation findet eigentlich die ganze Zeit irgendwie statt. Logisch. Im Kopf, oder? Yeah. Du schnappst dort etwas auf, da etwas aus oder findest, oh, wow, das ist eine coole Idee, das muss ich auch machen. Und, also du stehst dann eigentlich mehr ausführen, so? Ja, genau. Aber jetzt eben halt durch das, dass jetzt zum Beispiel ich mit dem iPad kann arbeiten und digital Zeugs kann machen, ist eigentlich egal, wo ich bin. Mhm. Für das muss ich nicht extra jetzt zum Beispiel in ein Atelier gehen. Das kann ich auch irgendwo in einem Kaffee machen oder in einem Park oder so. Aber wenn es natürlich darum geht, dass ich eine Leinwand oder auf Papier oder so etwas malen will, dann muss ich das machen, wo halt all meine Werkzeuge sind, oder? Mhm. Und, aber ja, es ist immer eigentlich wie so ein bisschen bei mir so ein bisschen ein Aufladen und dann dort in den Space reingehen und dann abdrucken, oder? Mhm. Und einfach alles rauslassen, was sich so angesammelt hat. Aber es gibt halt auch die Momente, wo du einfach etwas hast, wo gerade passieren muss. Und das sind dann die Late-Night-Sessions, wo einfach, das muss jetzt raus, jetzt gerade. Ich kann das nicht aufschieben, weil das verfälscht irgendwie die Energie oder vielleicht habe ich morgen gar keinen Bock mehr drauf, oder? Mhm. Und das ist auch dann so wie einfach ein Probieren, den Moment festzuhalten, wo das gerade passiert und dann, ja, shit. 3 Uhr morgens. Ich muss am 7 Uhr wieder aufstehen, Kinder ready machen, etc., Family Life. Ja, und das kommt dann halt amigs vor. Also ich probiere das recht mehr und mehr einzudämmen, weil ich nicht mehr so die Energie habe, um einfach wochenweise 3-4 Stunden zu schlafen. Nebst dem, dass das auch einfach nicht gesund ist und zu fest mit meinem Mut spielt und alles. Und einfach der Geduldfaden schneller reisst oder dünner und dünner wird, je müder dass du bist. Und das ist keine gute Konstellation, für wenn man kleine Kinder hat, weil da brauchst du viel Geduld und Ruhe und Nerven. Ja. Darum ja, ich habe schon einen Workspace und ich hätte gerne eigentlich einen grösseren Workspace auch, wo ich grössere Sachen machen kann, weil je grösser es ist, desto
mehr Spass macht es irgendwie. Ich habe mich jetzt bei meiner letzten Ausstellung, wo ich so ein bisschen kleinere Arbeiten gemacht habe, zum Teil einfach mega aufgeregt, über dass es so klein ist, weil das fast schwieriger ist auch, so kleine Sachen zu machen. Weil du viel ruhiger musst schaffen mit der Hand, du kannst viel weniger einfach reingehen. Und ja, für das hätte ich gerne einen grösseren Space, aber dann wiederum eben, machst du grosse Bilder und jetzt zum Beispiel da in der Schweiz, ja, grosse Bilder ist jetzt nicht gerade das, wo die Leute finden es cool, aber so, hey, ich habe gar keinen Platz für das. Von wie gross reden wir? Am liebsten würde ich eben jetzt das letzte Bild, das eine, das ich gemacht habe, war 2x2 Meter. Und das ist so geil, um auf dieser Größe zu arbeiten. Das ist einfach ganz anders. aber ja, es fängt eigentlich schon, ja, so ab einem Quadratmeter wird es cool. Wird so richtig cool. Dann kann ich so richtig einfach auch körperlich etwas reingeben und... Das hatte ich mit einem Kollegen von mir. Ich habe vor 2 Jahren oder so, 3 Jahren vielleicht, habe ich ein Bild von ihm gekauft. Und das ist sicher 1,70 hoch und irgendwie 1,20 breit. Irgendwie so. Also es ist recht das Ding, oder? Ja. Und er hat zum Glück mir immer geholfen, das richtig aufzuhängen. So. Und wo ich es zügeln musste, ist er dann wieder gekommen und hat gefunden, also komm, das hängen wir dann am neuen Ort auf und so. Und danach hat er es so angeschaut und dann hat er gesagt, ist schon eine andere Wirkung, so gross. Weil er das eigentlich seit 2-3 Jahren die letzte gesehen sind, die er auf dieser Größe gemacht hat. Oder? Und da ist richtig. Er hat gemerkt und ich habe es wie früher ihn auch gemerkt. Das jetzt so, hat gerade wieder etwas in ihm ausgelöst. So, es muss sein. Ja, es ist. Größe macht dann halt schon etwas aus. Ja, es ist. Es ist geil im Kleinen, aber. Die Wirkung, die du dann halt oft hast, ist eine andere. Ja, es ist ja so. Und ich muss mich eben halt auch, weil eigentlich meine Produktivität ist recht hoch, wenn ich dann kann. Und ich muss mich halt dort dann auch zusammenreissen, einfach weil eben, ich kann nicht die ganze Zeit Leinwand produzieren und dann Platz wird eng. Ist auch eine Geldfrage, weil irgendwann stehst du dort und fängst einfach an, so, okay, 200, 300, 400, shit, da steht irgendwie ein Material rum für 3000 Stutz und macht wie nichts. Es ist einfach da, ich habe es gemacht und ich habe jetzt aber nicht gerade eine Ausstellung geplant oder so irgendetwas, aber es ist einfach, ja, niemand sieht es und weil ja, irgendwie in erster Linie mache ich es auch für mich, ich weiß nicht, wie du deine Sachen machst, oder? Aber ich muss mich wie zuerst beeindrucken, bevor ich es jemandem zeigen kann. Und wenn es mich nicht flasht, dann sieht es einfach sowieso niemand. Obwohl man dort auch viele Leute findet, so, ja, du bist ja einfach das Werkzeug, du machst das und wer bist schon du, um beurteilen, ob das jetzt cool ist oder nicht, oder? Hau es doch einfach raus, weil der Betrachter entscheidet nachher, ob es cool ist oder nicht. Und da gibt es Sachen, wo ich sowieso am Examen Punkt bin, wo ich dachte, soll ich das jetzt zeigen? Also, ja, komm, ich probiere es mal schauen, wie es ankommt, aber eigentlich finde ich es nicht so cool. Nein, ich kann es nicht so gerne, dann übermale ich es eigentlich vorher. Also es ist wirklich eigentlich, wenn ich es cool finde, dann kommt es zu sehen über und sonst halt einfach nicht. Ja. Das verstand ich auch. Ja. Ich bin ein großer Fan von eigentlich immer alles zeigen. Ja. Hat aber auch mit meinem Prozess zu tun, weil bei mir muss es sicher immer einmal irgendwie vor Publikum passieren. Weil sonst hast du keinen Anhaltspunkt, so, oder? Ja, aber du, also tust du das austesten? Also wie testest du deine Jokes? Ja, also was du eigentlich gesagt hast, das Aufladen und dann raushauen, das ist bei mir mittlerweile, das Raushauen-Ding ist effektiv auf der Bühne. Das, früher habe ich aufgeladen und bin dann irgendwann mal in einem Hotelzimmer oder so, bin ich dann an einem Tisch gesessen und habe dann gefunden, ich muss das jetzt irgendwie alles aufschreiben und probieren zusammenzukriegen. Und jetzt mittlerweile tue ich effektiv auf der Bühne erst schauen, was passiert. So. Ja. Also ich schreibe nicht mehr im Vorfeld wirklich Jokes oder irgendwie so, sondern habe mehr ein Ziel, ich will jetzt die Geschichte erzählen oder ich will jetzt über das reden. So. Und du eigentlich dann auf der Bühne schreiben, nennt man es im Stand-up. Ja. Und das ist logischerweise dann auch testen. So. Ja. Und das ist...
Und das machst du ein paar Mal, bevor du ein Programm hast? Oder ist dein Programm immer gleich? Oder? Nein, das mache ich eigentlich konstant. So, eben, jetzt kommt der natürliche Prozess. Jetzt habe ich Premiere im Oktober. Und bin aber vor 3 Wochen oder so bin ich an einem Open Mic und habe 18 Minuten neues Zeugs erzählt. Ja. Sprich, es war einfach eine Geschichte gewesen, wo ich eine Stunde vorher entschieden habe, ich glaube, ich rede mal über das. So, oder? und habe dann in dem innen habe ich dann schon Sachen entdeckt, wo ich so finde, da will ich glaube mehr draus machen und da will ich mehr draus machen. So. Und das heisst, für mich ist jetzt momentan, ist jetzt klar, die Geschichte wird wahrscheinlich im nächsten Programm irgendwie vorkommen. Wahrscheinlich ist sie nicht 18 Minuten lang, vielleicht sind es dann 5, weißt du so. Weil im Gegensatz zu Wenn du etwas auf eine Leinwand machst, oder beim iPad kannst du es. Beim iPad kannst du ja wieder löschen. Ja. So, oder? Und bei mir ist eigentlich, Löschen ist der konstante Prozess. Es ist eigentlich so ein riesen Schwall an Sachen, die rausgeht. Und dann geht es eigentlich mehr darum, was behaltet man drin. Weil da ist immer funny Sachen dazwischen. So. Und dann fragst du dich, braucht es halt die, keine Ahnung, 40, 50 Sekunden, wo ich nichts lustig sage, braucht es die wirklich? Ist das eine wichtige Info? Yeah. So, also dann kommst du mehr so ein Storytelling-Zeug. So, ne? Okay. Aber so zum deine Programm kreieren, zwischen dem Programm gehst du also viel so Open Mics zum einfach. Genau. Und dann habe ich am Schluss habe ich effektiv Tryouts und das ist dann so. Diesmal ist es so gesehen, ich habe 4 Tryouts gehabt und ich habe sehr, sehr oft komplett andere Sachen erzählt und habe dann aus dem entschieden, okay. Das bauen wir jetzt zusammen zu dem Programm. So. Aber hast du denn dieses Tryout spezielle Publikum oder machst du das auch auf so Open Mic? Nein, das ist dann effektiv, werden sogar Tickets verkauft, sind einfach nicht so teuer. Und es ist dann auch ausgeschrieben als Tryout. So. Und es gibt mittlerweile viele Leute, die gerne an Tryouts kommen. Weil das ist so raw. Genau. Weil es ist so wie klar, so siehst du es nie mehr. Ja. Und klar ist jede Show einzigartig, aber dort ist nochmal. Ja, das ist aber cool. Ja. Und dort hast du genau das Ding, so, soll ich das jetzt zeigen oder nicht? Und ich habe etwas gehabt, wo ich gewusst habe, das habe ich nie getestet. Das ist an der Premiere. Ich habe es einem Kollegen erzählt, oder zwei vielleicht. Und ich habe gesagt, das ist an der Premiere. Ich mache das dann. Ich habe immer nur eine Idee erzählt. Ich habe es auch nie geprobt oder irgendetwas. Und ich habe gesagt, hey, entweder Hit or Miss, ich mache es an der Premiere vielleicht einmal und nie mehr und es ist fix drin. Also, okay, ja, dort hat mein Gespür hat sich so quasi bestätigt. So. Das ist etwas, wo ich das in meinem Kopf habe ich das Lustigste gefunden. Ich gefunden, das ist für mich eine super lustige Idee. Und eben, das kann man nicht proben, das kann man nicht testen. Das muss einfach so im Ernstfall so mit dem Rücken zur Wand muss das passieren und entweder es geht oder es geht nicht. Ja, ich finde das noch. Weil eben meine Familie ist immer so, ja, du wieder mit deinen Sprüchen und so. Und ich finde es überall lustig, ich lache mir alles ab, oder? Und alle sind so, ha, ha, ha. Und ich stelle mir das eben recht schwierig vor. Also eben, wie weißt du als Comedian, dass das lustig ist und dass nicht nur du selber das lustig findest. Das Publikum sagt es dir. Ja, das Publikum sagt es dir. Es ist wirklich. Aber ich finde es eigentlich noch krass, dass du einfach dann so drauf losgehst. Die schönsten Momente sind effektiv halt, wenn du etwas irgendwie zum ersten Mal auf der Bühne erzählst und es funktioniert. Weil das ist so ein schöner Connection-Moment von ich habe eine dumme Idee in meinem Kopf, ich habe das Gefühl, das ist lustig und wenn ich das jetzt erzähle, das connectet. Ja. Weil sie lachen. Das heisst, ich bin nicht allein mit dem. Das ist eigentlich, das, ist eigentlich das Schöne daran. So. Ja. Aber eben ich habe das Gefühl, in der Kunst ist das Gleiche, dass halt eben irgendwie was bei dir aus dir rauskommt und jemand anders sieht das dann und geht eine Reaktion drauf, dann connectet das ja auch. Dann hat ja auch, was auch immer in dir gesehen ist. Ich meine, ich arbeite meistens aus dem Moment aus. Ich habe eigentlich selten Skizzen, außer das ist jetzt so eine grosse Wand wie dort an der Seebahnstrasse, dort beim Lochergut. Wo einfach musst, weil du bist so nah an der Wand und es ist so gross und sonst geht alles aus der Proportion. Yeah. Und ich kann mir wie auch keine Blockade leisten, irgendwie in der Mitte von der Wand, wo ich nicht gerade weiss, wie es weitergeht, weil der Lift kostet und die Bewilligung und dies und das und vielleicht regnet es morgen und so. Es muss alles so ein bisschen in einem Zeitrahmen
stattfinden, aber sonst so kleinere Wände oder auch wenn ich Live-Paintings mache und so, es ist immer, die Leute sind immer, und, was machst du? Mhm. Ich bin gespannt und ich sage, ja, ich auch. Yeah. Weil ich entscheide mich schon dann für einen Stil, mache ich jetzt ein Oi-Boot oder mache ich so einen Flow oder etwas anderes. Das entscheide ich mich schon. Aber wie ich das alles zusammensetze, das verändert sich 100 Mal, bis ich dann effektiv dran bin und währenddem ich dran bin, verändert sich es auch nochmal. Und es ist mehr die Suche nach einer, nicht nach einer Idee, sondern nach einem Gefühl irgendwie. Und das Gefühl irgendwie festzuhalten. Und wenn das Gefühl ein Kreis war am Anfang und am Schluss ist es ein Quadrat, dann ist es für mich auch okay. Das ist kein Grund für mich, um dann wie sagen, Scheiße, ich fange neu an, oder? Ja, ich glaube, mit dem tut man sich ja dann eben wie selber auch schon beschränken, oder? Ja. Weil das ist meine Idee gesehen, das ist mein Ziel gesehen mit dem Prozess, den ich habe. Weil es ist eigentlich auch ein bisschen das Ding. Es geht darum, einen Flow zu kriegen. Es geht darum, mehr die Situation zu spüren und auch sich selber zu spüren. Das klingt jetzt so esoterisch, aber es ist schlussendlich das. Dass eben auch, wenn ich sogar einen Privatauftritt habe, weiß ich eine halbe Stunde vorher noch nicht, was ich performen werde. Sondern ich schaue den Raum an, ich schaue die Leute an, eben ein bisschen auch, wie ich mich fühle. Ja. Erfahrung kommt da natürlich auch dazu, dass du sagst, okay, ja, natürlich, ich habe mal einen ähnlichen Raum mit so Leuten gehabt. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ja, weißt du, was funktioniert. Und dann wird eine Setliste zusammengesetzt und dann hast du aber gleich natürlich noch einen grossen Impro-Teil, wo es eben wirklich ein bisschen um das Gespür geht. Mit wem redest du überhaupt und wieso redest du mit dieser Person und so weiter und so fort, oder? Ja. Und ist bei dem ganzen Musik für die, also für mich ist es recht mitentscheidend, dass eben so Mut und irgendwie das Gefühl, das kann ich für mich sehr gut mit Musik definieren. Ja. Dass irgendwie, wenn ich ein Programm erarbeite, dann mache ich, also etwas vom Ersten mache ich eine Playlist, die viel zu lang ist, die ich dann nicht gehabt im Programm brauche, aber wo ich einfach immer wieder nach Songs suche, wo ich denke, das vermittelt etwa das Gefühl, wo ich für das Programm will. So. Und danach habe ich immer irgendwie die Musik und denke so, okay, weiss ich auch nicht, das eine ist mega happy, das eine Programm, und beim anderen denke ich dann so, ah, das ist jetzt noch ein bisschen, weiss ich auch nicht, ein bisschen mehr Dirty Rock'n'Roll, ist jetzt auch spürbar und irgendwie Anarchie und so weiter und so fort. Und irgendwie Musik hilft mir dort mega, oder? Und ich habe das gemerkt, wo wir die Spraydose gemacht haben. Wir haben ja oft nicht können Musik hören, weil man hat es gefilmt und Anschlüsse und es wird geredet. Und dann haben wir aber einmal haben wir ein bisschen länger Zeit gehabt. Und dann hat der Bane irgendwie Musik angemacht, oder? Und es hat für mich hat gerade so einen anderen Effekt ausgelöst, wenn ich dann mehr in so einen Flow gekommen bin und das alles mehr gespürt habe. Ja, Musik ist etwas eigentlich recht wichtig, obwohl ich auch in letzter Zeit viel eben Podcasts höre oder einfach probiere, mich mit Informationen vollzustopfen, während ich das noch machen, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel ich amigs mitbekomme. Es kommt ein bisschen auf den Prozess drauf an. Yeah. Also, es ist wie so ein bisschen, wenn ich in der Schlussphase bin und es zum Beispiel nur noch darum geht, Outlines zu machen, dann ist es klar, wo die Linien ankommen und so. Da muss ich nicht mehr so viel drüber nachdenken. Hingegen, wenn ich mir überlege, wo welche Farbe und so, dann bin ich vielleicht mehr so ein bisschen dort drin. Yeah. Aber ja, laut können Musik hören während dem Malen oder einfach während dem Kreieren ist schon etwas mega, mega Hilfreiches und auch Cooles, weil es einfach eben bestimmte Stimmung gibt und Unbeschwertheit irgendwie auch. Einfach so können frei das alles rauszulassen, zusammen mit dem Sound und ja, vielleicht sogar eben, ich tanze noch mal gesehen von meiner Leinwand. Also tanzen. Ja. Yeah. Weißt du nicht jetzt. Yeah. Aber einfach so ein bisschen am Viben. Aber ich habe auch schon geheult. Ich weiß nicht, ob du amigs Jokes hast, die dich eigentlich mehr zum Brüllen bringen, weil sie so zu nah an der Realität sind. Ich weiß nicht. Irgendwie als Comedian kannst du über die Realität reden.
und die Leute finden es irgendwie lustig, aber eigentlich ist es eigentlich gar nicht so lustig. Also weißt du, wie ich meine? Absolut. Ich weiß nicht, hast du denn hast auch so emotionale Momente? Ich habe ein Programm gemacht, wo wirklich, ich würde sagen, so für mich privat die schwierigste Zeit war. Mhm. So. Und das Positive, und das ist bei vielen Künstlern so, behaupte ich, also bei vielen Menschen, die irgendetwas Künstlerisches machen, irgendein ganz dummer Teil in deinem Hirn sagt dir in dem Moment schon, ah, das kannst du wahrscheinlich brauchen, das kannst du wahrscheinlich verwerten, so im Sinn von, das kannst du künstlerisch verarbeiten. Ja. Oder? Und das habe ich in dem Programm, habe ich jetzt, ganz am Schluss habe ich das erzählt, wie ich in den USA, in die kalifornische Wüste fahre. Und es ist mir recht schlecht gegangen und so, aber der Kollege war dabei, der Charles, 6 oder 7 Wochen. Und irgendwie habe ich, und ich bin sonst ein Mensch, der sehr schnell und viel heult. So. Mhm. Ich bin eigentlich wirklich, kann irgendeine dumme Reality-Show schauen und wenn die sich irgendwie am Schluss umarmen, dann flenne ich schon, weißt du so. Und wie sie Kinder haben, ist das bei mir auch, die Schwelle sehr stark aufgegangen. Ja. So, eigentlich heule ich die ganze Zeit. Mhm. So. Und dort habe ich oft für die ganze Phase habe ich nicht geheult. Ich habe es irgendwie nicht können. Ja. Und dann ist Charlie irgendwie zurückgeflogen und ich habe gewusst, ich fahre jetzt in die kalifornische Wüste eben, um an meinem Programm irgendwie weiterzuschaffen und so. Dort habe ich noch mehr geschrieben. Und bin allein auf dem riesen Highway und dann läuft irgendein Lied, wo ich irgendwie, eben Musik, die irgendwie mich triggert. Mhm. Und dann ist es losgegangen. Dann habe ich einfach flennen, wie was weiß ich. So. Ja. Und während ich am Heulen bin, denke ich so, ah, das ist der Schluss von meiner Show. Also weißt du? Das ist einfach der kranke Teil in deinem Kopf, wo einfach darum behaupte ich, ist man geboren für das oder nicht. Mhm. Weil das habe ich irgendwie immer schon gehabt. Ja. Bist einfach bereit, dich selber auszubieten. Nicht auszubieten, ja, sondern du zoomst in dem Moment schon raus. Ich habe immer schon weirdly mich als Protagonist von einem Film gesehen. Mhm. Das heisst, wenn mir etwas passiert ist, auch als Kind, ich bin mal mit 6 oder so, bin ich mal in einem Tram quasi vertrampelt worden. Okay. Wo wir in die Schule gefahren sind. Okay. Völlig überfülltes Tram. Ja. 200 Kinder oder so. Und dann kommst du an die Station. Und dann gehen alle Türen auf. Und alle rennen raus. Und ich bin irgendwie so geschüttelt worden. Und wie umgekehrt. Und sind halt wie die anderen über mich drüber gerannt. Oder? Ja. Und das ist ein Trauma. Das eben, denkst du, könnte Trauma sein. Und ich habe dort als 6-Jähriger habe ich dann so wie gedacht, ah, das ist wie eine lustige Cartoon-Szene. Ja. Und habe so gemacht, weißt du so, oder? Weil ich dort in meinem Kopf wie rausgezoomt habe und dachte, wie lustig muss das aussehen, wenn jetzt, keine Ahnung, da eine Kamera war. Weißt du so. Und darum, das ist irgendwie immer schon drin. Ja. Und auf jeden Fall, um den Kreis zu schließen bei diesem Programm, das habe ich schon ein paar Mal erzählt in diesem Pod, aber ist nachher, nach der Premiere, ist ein Kollege zu mir gekommen und der hat Tränen in den Augen gehabt und er hat es ganz schlimm gefunden. Ja. Und ich so, wieso? Und er so, weil ich weiss, von wo alle diese Geschichten und Jokes kommen, weil er mich halt so gut kennt und so noch bei mir dabei war in meiner ganzen Geschichte, was da alles passiert ist. Und das hat ihn hart mitgenommen, oder? Und dann habe ich mit ihm ein gutes Gespräch gehabt und ich gesagt, es tut mir mega leid jetzt in dem Moment für dich. Mhm. Aber also erstens musst du wissen, mir geht es eigentlich recht gut. Ja. Das ist Teil von meiner Verarbeitung. Und das Schöne ist, wenn ich in Altstädte St. Gallen spiele, weiß das niemand. Und ich sehe dann einfach ein lustiges Programm und hoffentlich hat es tatsächlich noch so ein bisschen ein leichtes Gespür von Persönlichkeit oder eben irgendetwas, nicht jemand anders könnte das jetzt erzählen. Ja. Es sind nicht generic Jokes, die einfach so schablonenmässig irgendjemand erzählen kann, sondern es hat halt so einen eigenen Touch. Ja, aber, weil es auch so persönlich ist, oder? Genau, aber man checkt gar nicht, von wo das genau kommt und warum und so weiter und so fort. Oder? Ist es jetzt voll frei erfunden oder hast du das wirklich erlebt? Ja. Aber ich meine, mein Großvater ist Molo, also ist auch Künstler. Und er hat mir mal erzählt, wie das eine Bild, ganz spezifisch, ist er irgendwie am Morgen aufgestanden und dann hat er das Radio angemacht und dann hat ist die News gesehen, dass John F. Kennedy verschossen worden ist. Ja. Und
dann hat er gerade eben müssen malen, um irgendwie für ihn den Schock zu verarbeiten. Mhm. So. Und dann dachte er, ist ein sehr, sehr lustiger Typ und vor allem ist er so sehr eigen. Und dann sagt er so, und dann weiss ich, habe ich Zigaretten da gehabt und sie hat mir die ganze Zeit im Auge gestochen, während ich das Bild gemalt habe. Und ich dachte, das ist so krass, wahrscheinlich so 50 Jahre später erzählt er mir das. Ja. Und das ist seine Erinnerung an das Bild. Und ich weiß nicht, ob er auch, also gekühlt hat er glaube ich nicht, aber irgendwie, es hat ihn irgendwie traurig gemacht und eben yeah. In einer Emotion hat er etwas machen müssen, aber was ihm geblieben ist, ist, dass die Zigarette ihm im Auge gebissen hat. Also cool. Ja. Und da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letztes Solo Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video, wie auch Termin und Tickets könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, es ja ist, Emotionen machen natürlich etwas mit einem, auch künstlerisch gesehen. Oder? Ja, voll. Und ich meine auch, was du zu dem gesagt hast vorher, ja, es ist esoterisch, wenn ich so sage, er muss sich selber spüren. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn die Leute sich besser würden selber spüren. Oder sagen wir so, wenn sie würden dazu stehen, dass sie sich selber spüren. Ich glaube, das ist vielleicht mehr das Problem. Sie spüren sich schon selber, aber entscheiden sich dann dagegen, das nach raus zu tragen. Gut, du musst ja nicht alles nach raus tragen, so ein bisschen dein authentisches Selbst einfach zu sein und dementsprechend Entscheidungen zu machen, oder? Auch zu merken, eben, der Job schießt mich an. Das Geld ist zwar cool, aber ich bin nicht happy und ich würde eigentlich lieber das machen. Das gibt mir zwar aber nur halb so viel Geld, aber vielleicht einfach so Maximum Happiness, oder? Und für was entscheidest du dich, oder? Und wäre wahrscheinlich besser, würdest du dich für Maximum Happiness entscheiden, dann wärst du nicht so verbittert auf andere, die Maximum Happiness haben, oder? Und ich finde das eigentlich wichtig, dass man sich selber würde spüren. Und eben, es sind so, das ist so esoterisch und so. Es hat viele so Wörter, die ich finde, haben so ein bisschen einen schlechten Ruf oder wird so belächelt, wenn man so sich mit dem beschäftigt. Aber in meiner Kunst geht es oft genau um das, weil ich will, dass die Leute sich mehr mit sich beschäftigen und ich auch nicht gern zum Beispiel Namen geben meiner Bilder. Weil ich das Gefühl habe, ich nehme dir etwas vorweg, weil du suchst nach dem Namen nachher in dem Bild drin. Und hast gar nicht mehr deine eigene Interpretation, wo dein wahre Selbst ist, oder? Und ich will eigentlich, dass du auf das reagierst. Dein erster Gedanke, den du gehabt hast, wo du das gehört hast. Eben, was sagt das über dich, wenn ich über einen crazy Witz von dir lache? Was sagt das über mich? Es sagt mehr über mich, als es über dich sagt, oder? Und ich glaube, Leute verschrecken dann manchmal, wenn sie das merken. Und dann ist gerade so, hey, wie hast du das gemeint? Um sich wie so sicher zu sein, bin ich richtig oder völlig daneben. Aber eigentlich geht es darum, um so, hey, das bist im Fall du. Die erste Reaktion, das war dein wahre Ich gewesen. Und setz dich mal mit dem auseinander und überleg dir mal, wieso hast du die Reaktion gehabt. Und ja, darum, meine Bilder haben oft ganz banale Namen, weißt du, wie vier Grüne. Oder so, weil es einfach, ja, was soll ich dem jetzt sagen? Ich habe es auch einfach aus einem Moment rausgemacht, wo ich fühle und jetzt dem einen Titel gebe. Aber was ich mit der Zeit habe angefangen, ist eben auch auf meine erste Reaktion zu hören, wenn ich es anschaue, weil im Prozess drin mir amigs gar nicht so bewusst ist, was ich mache. Ich mache einfach. Und dann sitze ich zurück und so, okay, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und dann kann ich zwei Tage lang einfach vor einem Bild hocken und das studieren und mir Gedanken machen über wieso das so rausgekommen ist. Und auch dann wie so mich probieren zu besinnen, was ist das erste Gefühl, das ich hatte, als ich das angeschaut habe. Und so heisst es nachher. Und, aber ja, das ist ja für jeden etwas anderes eigentlich und das ist ja eigentlich das Coole, oder? Weil ich finde, ich bin einfach der Überlieferer. Sobald ich es rausgehauen habe, habe ich wie nichts mehr mit dem zu tun. Ich war einfach das Tool, um das zu kreieren. Und nachher bist du in Interaktion mit dem, was entstanden ist und musst entscheiden, was es für dich ist. Es ist wahrscheinlich etwas ganz anderes für dich als für mich. Und das ist ja auch cool, oder?
Mega. Ja. Ich finde das auch immer, ich finde das auch immer schwierig, wenn wie zu viel interpretiert wird, mhm, oder? Ich glaube eben, Sachen, die man in irgendeiner Art und Weise kreiert, sollten am Schluss dann auch einfach für das gedankt sein, oder? Und ich meine, es gibt ja so viele Beispiele von, wie schon, keine Ahnung, irgendwelche historische Ereignisse in Bilder reininterpretiert worden sind und dann sagt Artist, nein, ich habe rot auf eine Leinwand gemacht. Ja. Weil, so. Ja. Und Ich finde dort ja toll, dass man subjektiv, eben, jeder Mensch hat irgendwie einen eigenen Weg und ist der eigene Mensch, mhm, und projiziert aufgrund von dem, mhm, auch eigen. Ja. Und das ist umso schöner, wenn eben, wie du sagst, es sagt mehr über dich aus, mhm, als über mich bei einem Joke und umgekehrt. Dass der Raum sollte auch geben sein, sage ich, mhm, jetzt mal, der Raum zum halt eben schauen, was es mit einem selber macht. Und, ja, und ich glaube, so individuell wie Menschen sind, so individuell macht es dann auch mit einem etwas. Oder? Ja, genau. Ich meine, außer du willst, dass die Leute ganz genau spezifisch ein Gefühl haben. Ja. Yeah. Aber dann gehst du ja auch ganz anders dran. Oder? Wenn du weißt, so, hey, schau, ich will jetzt einfach eben, keine Ahnung, irgendetwas kritisieren, mhm, und Jokes schreiben, die das kritisieren, oder? Dann ist ja auch gut, wenn du entsprechend, klar, dem nachher den Titel gibst, dass man den Kontext und alles checkt, dass es um die Kritik von dem bestimmten etwas geht. Oder? Mhm. Und ich glaube, das ist auch beim Malen das Gleiche, oder? Wenn ich irgendwie sozialkritisch sein ja, dann wird auch klar, das Bild einen anderen Namen haben. Und ich habe auch solche, yeah, Bilder. Eben, die Leute sind sich mehr gewöhnt von mir, dass ich eben so ein bisschen, ich sage jetzt mal, fröhliche, liebende Kunst mache, was ich auch die meiste Zeit mache. Aber ich habe eine sehr sozialkritische Ader, wo man vielleicht in meiner Musik mehr rausgehört hat. Mhm. Und ich habe mir gesagt, denke, weil immer viele Leute sagen, ja, Kunst ohne ein bestimmtes Thema, ohne eine bestimmte Message ist einfach nichts, oder? Und eben, ich denke, habe mir gesagt, ja, meine Message ist so banal und so kitschig, so, ja, liebe und lieb dich selber und so. Aber, und vielleicht ist es das auch, aber es ist einfach am Schluss gleich einfach Tatsache, dass einfach bei dir alles anfängt und ich einfach wirklich glaube, dass das der Schlüssel ist zu allem, oder? Mehr Liebe, mehr Leben, mehr, weißt du? Und ich bin immer ein grosser Verfechter davon, dass es das auch braucht, also, mhm, weißt, weil genauso wie es gut ist, dass es eine sozialkritische Kunst jeglicher Form gibt, ja, mhm, ist es auch gut, dass etwas mal das nicht ist, ja, weil also du brauchst einerseits Kontrast, mhm, und du brauchst andererseits auch Eskapismus ist wahrscheinlich schon zu viel, aber du brauchst halt auch ab und zu mal positive Vibes, ja, also, etwas, was dich streichelt und nicht damit, einfach, genau, damit das andere auch wieder, ja, besser verarbeiten, mhm, kannst, oder? Mhm. Ich meine, kürzlich habe ich Reportagen, kennst du das Heft? Ja. Habe ich dort gefunden, da komm, ich lese mal ein bisschen. So. Und dann habe ich genau eine Reportage gelesen und dann habe ich meiner Freundin gesagt, darum lese ich nicht so viel. Weil es hat mich jetzt, weißt du, mich so abgezogen. Ja, ja. und ich esse jetzt etwas Spezifisches Leben lang nicht mehr, weißt du? Ja. Und bin so, so. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mich konstant mit dem würde beschäftigen, mhm, Ja, dann würde es mir nicht gut gehen. So, und danach wäre ich wahrscheinlich auch wieder eben für meine Comedy, wäre ich auch nicht so eine mega gute Übermittler. Mhm. und war dann am Schluss war ich dann so eine zynische Dude, was wahrscheinlich gar nicht mehr so lustig ist, sondern es ist einfach nur es ist ja anstrengend. Es ist dann anstrengend mitzuziehen, es ist anstrengend, ja, das zu schauen. Ja, eben, es ist eigentlich krass, eben halt in der Welt, wo wir jetzt sind, wahrscheinlich ist sie vor 100 Jahren gar nicht so anders gewesen, aber jetzt weisst du einfach alles, weil es live gestreamt wird. Mhm. Ja, das Gefühl hast, du musst alles eben auch als Künstler kommentieren oder eine Meinung dazu haben oder
oder eine Meinung dazu hast, wahrscheinlich sicher, aber dass du sie auch musst preisgeben. Ja. Yeah. Eben jetzt mit den Kriegen, die wir haben, die ich nicht muss beim Namen nennen muss, aber wie so, wo du halt auch siehst, was passiert und es tut dir im Herz weh und das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen, aber was kann ich machen? Muss ich jetzt irgendwie, weißt du, ein Illustration machen von einem dicken Mann im Anzug, wo ein Teller voll Geld am Essen ist und irgendwie eine Bombe, ein Missile als Zahnstocher braucht oder weißt du, irgendwie so, muss ich jetzt das machen, um das anprangern? Oder muss ich eben genau einfach sagen, hey, besinn dich doch mal einfach auf, weißt du, musst bei dir anfangen, nicht, zeig nicht dort über, sondern weißt du, da, was machst du in deinem Umfeld, um können die Welt verbessern, weil rumzeigen ist mega easy, oder? Yeah. Aber es ist wie so ein Pressure rum, habe ich dann das Gefühl. Weißt du, wenn du auch andere siehst, die finden so, ja Mann, ich sehe da keinen Künstler, niemand sagt etwas, niemand steht auf und prangert das an. Und aber das ist ja dann eben schon ein externer Faktor, der wie einen Druck auslöst. Mhm. Dass wenn eben du für dich oft findest, wenn es nicht aufhaltbar ist und du das Gespür und das Gefühl kriegst, ich muss jetzt etwas zu dem machen, dann machst du es natürlich auch. Aber ich meine zum Beispiel 2017 oder 2018, eins von diesen Jahren bin ich an der Art Basel und es ist alles nur sozialkritisch gesehen, weil irgendwie Trump ist gewählt worden und irgendwie Brexit und weißt, irgendwie, es hat logischerweise die Leute beschäftigt, aber eben für mich hat es dann an Power verloren, weil in jedem Raum, wo ich gegangen bin, ist einfach, weißt, es ist so überladend gesehen, dass ich so gefunden habe, hey, ich liebe jetzt gar nicht mehr so viel. Ich liebe ja Stand-up-Comedy und ich und meine Frau, wir sind das immer auch am Suchen auf Netflix und so und freuen uns, wenn auch wieder etwas Neues kommt und so. Mhm. Aber eine Zeit lang ist ja einfach alles um Covid gegangen und jeder hat die Covid-Jokes gehabt. Und, genau. Und es ist einfach irgendwann so. Oh mein Gott, ich bin eben. Nicht schon wieder einer. So. Warte jetzt, ich glaube im 2015. Ich glaube, es war im 15 gesehen. Ja, bin ich in LA und bin mega viel Comedy schauen. Und jede und jede hat einen Caitlyn Jenner Joke gehabt. Mhm. So, und vor 15 ist vielleicht einer gut gesehen. Weißt? Mhm. Und das Problem ist, alle haben einen, weil irgendwie alle finden, ich muss jetzt einen Joke über das machen. Und dann gehst du eine Show schauen, wo irgendwie 10 Comedians hintereinander auftreten. Und alle fangen an mit einem Caitlyn Jenner Joke. Das ist dann oft irgendwann so ein bisschen. Ja. Oh, come on! Yeah. So, oder? Und Covid ist mega gemein, weil durch Covid haben Comedians ja nichts mehr erlebt. Also es ist dann halt wirklich so. Ich habe vor allem die Phase danach schwierig gefunden, wenn ich gemerkt habe, es kommt irgendwie so nichts, eben, es kommt so nichts Eigenes raus, weil es ist irgendwie, alle haben halt das gleiche Leben gehabt. Ja. Und alle haben ein bisschen andere Takes zu dem Leben. So. Aber denke ich immer wieder bei so Zeugs. Ich meine, Steve Martin ist so unglaublich erfolgreich geworden, weil er in den 70er Jahren gegen den Strom geschwommen ist. Weil es ist eben auch eine sehr aufgeladene Zeit gewesen, wegen dem Vietnamkrieg und alle sind, eben auch Comedians, sind mehr Spokesperson geworden. Yeah. Haben fast keine Jokes mehr erzählt, sondern die einen haben die Meinung gehabt, die anderen haben die Meinung gehabt. Also nicht einmal gänzlich anders wie jetzt. Und er hat einfach das Silliness gemacht. Er hat einfach den Pfeil durch den Kopf gehabt, den er dann abgezogen hat und sie wissen Anzug und hat die Rolle gespielt von dem Typ, der meint, er ist ein mega geiler Performer, aber es ist eigentlich alles Kacke. Und es ist wie egal gewesen, weißt, ob er jetzt pro-Vietnam oder anti-Vietnam-Krieg ist. Und er hat das in einem Moment gemacht, wo das wie so die einzige schon fast Gegenbewegung gesehen ist. Ja. Aber es ist nicht gegen gesehen, es ist einfach gesehen, nicht das. Mhm. Weißt du? Ja. Und das hat so viel ausgelöst. Und dann ist auf einmal die riesen Welle von Silliness, wo es dann eben fast wieder zu wenig vom anderen gehabt hat. Und darum denke ich dann immer, es ist so, eben was du selber spürst, oder? Ja, und eben nicht auf den Pressure eingehen, weil logisch habe ich eine Meinung zu all diesen Sachen. Ja. Yeah. Aber ich will jetzt halt nicht
Und ich habe auch gelernt, das ist eine schlechte Idee, über so ernste Themen öffentlich in Social Media, in Kommentarspalten zu diskutieren, weil es kommt meistens schlecht raus oder nicht zu deinen Gunsten. Weil genau, weil die Frage ist, was erreicht es wirklich? Ja. Ja, und was sagst du und in welchem Kontext? Mhm. Und eben, jetzt haben wir ja die bekannte Cancel Culture, wo du eigentlich, ich finde, du kannst gar nicht mehr richtige Meinung haben, die sich auch verändern darf, weil du jetzt eines Besseren belehrt worden bist. Ja, durch Social Media hast du halt einen Zeitstempel. Du bist so pinnt auf etwas und jetzt bist du das. Mhm. Du kannst dich nicht weiterentwickeln, nichts. Nein, du hast das gesagt, du bist das, tschüss. Und ich finde es ja ein bisschen gefährlich, oder? Und dadurch will ich mich eben auch, was so Themen anbelangt, öffentlich eigentlich gar nicht gross äußern. Und wenn dann einfach in so einem groben Bereich einfach wie so, okay, schau, es gibt coole Menschen und es gibt Arschlöcher, Punkt. Oder? Und nicht jetzt ins Detail, was das mit, keine Ahnung, was zu tun hat. Ja, und das mache ich mit vielen Sachen so. Es gibt coole Musik und es gibt schlechte Musik, oder? Für mich. Ja. Oder? Aber ich meine, weißt du, wenn mich jetzt irgendwie ein, wie heißt sie da? The Country Star. Taylor Swift. Wenn Taylor Swift Song gibt, wo mich bewegt, dann bewegt es mich. Mein Gott, weißt du, dann muss ich auch wieder zustehen und sagen, mal, ist ein cooler Song, oder? Und nicht einfach, weil es Taylor Swift ist und mir als Person, wie ich bin, wo man vielleicht denkt, ja, der ist so ein ehemaliger Rapper und dies und das, der findet sicher nicht Taylor Swift cool, oder? Dass ich nicht so mich in die Dings reindrücke und will ich so etwas machen, mein Image muss aufhalten und sagen, nein, ich lasse doch keine Taylor Swift, oder? Und was los ist von ihr? Also es gibt Songs, die ich von ihr kenne, zwangsläufig, nicht weil ich sie gesucht habe, aber weil sie in Filmen vorkommen, wo meine Kids schauen und die Filme haben wir schon 100 Mal geschaut und dann kennst du einfach die Songs und oder sie wollen es nochmal hören und dann verwünschst du dich, wie du halt während dem Putzen halt auf einmal das Zeugstreller ist und bist so, ja. Ich sage mir halt immer für das, was es ist. Ja. Ich finde es immer gemein, wenn jetzt irgendwie, also ja, nehmen wir mal einen Taylor Swift Pop-Song und das, wenn man das dann vergleicht mit einem Konzeptalbum von, keine Ahnung, von einer Jazz-Formation, oder? Dann sagst du, logischerweise ist dann das im Vergleich scheiße, aber für das, was es ist, nämlich eben zum Beispiel Happy Pop Song, ist es mega gut. Ja. Und wenn es etwas mit mir macht, ja, umso besser. Ja. Und wenn nicht, dann kann ich ja sagen, hey, not my cup of tea. So, ja. Oder? Aber ich habe mir immer das gesagt, weil logischerweise, wenn du einfach irgendeinen House-Track hörst und du findest House an sich scheiße, dann wirst du wahrscheinlich auch diesen Song scheiße finden. Ja. Aber wenn du sagst, hey, das soll ein House-Track sein. Ja. Macht es etwas mit mir oder nicht? Ah, vielleicht gibt es auf einmal etwas. So das offensichtlich, ich meine, das ist recht crazy. In den 90er ist das ja richtig so. Du hast ganz genau gesehen, ah, der ist ein Metalhead, das ist ein Skater, das ist ein Hip-Hopper, das ist Punk. Es ist wirklich so klar Trend gewesen und es hat so das Cross-Contamination, sage ich jetzt, hat es wie nicht gegeben. Ja. Dass irgendwie ein Metalhead würde nur schon ein bisschen einen Hip-Hop-Song hören und umgekehrt. Außer wo dann, wie haben sie geheißen, Anthrax und Public Enemy zusammen. Ja, zusammen es gibt ein paar. Ja, ich meine, der Klassiker ist natürlich Run DMC und Aerosmith, oder? Genau. Das ist so, das hat recht ein das Crossover-Ding geöffnet. Aber wir sind recht auch selber einfach so gewesen, so in, ich höre Rap, ich höre doch keine Country-Music oder was ist das da, Balladen, nein. Obwohl alles sich ja irgendwie so beeinflusst, oder? Und ich finde es recht lustig, wie du heute eigentlich, wenn du rumläufst, auch unter Jugendlichen, du bist zum Beispiel im Skatepark, es gibt nicht mehr so ein Voll. Style, Voll. Wo du genau weißt. Ich habe einen Lehrabschluss 4 gespielt. Und dann haben am Schluss natürlich alle ihre Diplom gekriegt, oder? Und ich habe das so geil gefunden, weil es sind wirklich 30 verschiedene
Menschen. Yeah. Mit komplett anderen Styles. Jemand hat so 80s, mm-hmm. New Wave Style gehabt, yeah. Jemand anders hat ein Skater-Ding gehabt, jemand hat ausgesehen wie so ein Bauer vor 50 Jahren. Yeah. Weißt du, so, wirklich einfach quer durch. Aber sie hängen alle zusammen. Genau. Und sie haben alles Gleiche gemacht. Ja. Mega genau. Geil, weißt du? Ja. Sie haben alle den gleichen Lehrgang gehabt. So. Und das habe ich mir auch schon gedacht. Weil ich bin zum Beispiel der harte Outsider gesehen, so mit 13, 14. Ich habe gerne Reggae gelost. Weißt du? Und du bist einfach so völlig allein gewesen mit dem. Ja. Und ich habe eine super intensive Bob Marley-Phase gehabt. Und nicht gekifft oder so. Ich habe wirklich auf Musik gelost. Und darum hast du irgendwie keine, keine Ahnung, super Emo-Sound und irgendwie Hip-Hop und yeah. so. Und du bist so gesehen, ja, ich finde irgendwie gerade, Is This Love, finde ich gerade einen guten Song. Ja, ja, aber hey, Bob Marley geht immer. Also wenn mir jemand sagt, er findet Bob Marley scheiße, dann bin ich schon so ein bisschen, was bist du für jemand? Wie kann man das nicht cool finden? Das ist einfach so ein guter Vibe, oder? Du musst, keine Ahnung, dann überleg dir mal, ganz gut, weißt du, ja. Aber ja, also es ist mega schön, wie sich das alles jetzt wie so ein bisschen ineinander verschmilzt und nicht mehr einfach so hardlining ist, weil eben in den 90ern, wir sind so, ich meine, ich weiss noch, wir haben das, eine Anfrage gehabt, um ein Interview zu machen, so als Rap-Gruppe. Für das Magazin, wo wir mehr in der House-Szene so platziert haben. Mhm. Wir haben es einfach abgesagt. Wegen dem? Wegen dem. Was wollen die von uns? Yeah. Wieso interessieren die sich für uns? Das ist doch, nein, das machen wir nicht. Das ist überhaupt nicht. Anstatt, weißt du, wie so zu schnallen, hey, wir könnten das ein bisschen öffnen und andere Leute erreichen und so. Einfach so, nein. Wieso? Ihr seid das, wir sind das. Was wollen die? Nein, machen wir nicht. Und ja, das ist schon krass. Das ist etwas vom Positiven. In vielen Sachen muss man mittlerweile eben Teams wählen, wenn es binär ist. Mhm. Aber eben so etwas wie Musik, Film, Serie, logischerweise eben auch Kunst, Comedy etc. Dort gibt es nicht mehr so eben Teams, sondern dort wird das alles mehr als Gemeinsames angeschaut. Und das hat ja eben, es baut ja auch alles aufeinander auf, oder? Wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich finde Tarantino-Film geil, der Tarantino selber sagt, ich mache einfach das, was ich von früher geil gefunden habe, probiere ich irgendwie möglichst authentisch wiederzugeben. Mhm. Also wenn er dann irgendwie ein Western macht, dann ist es seine Anlehnung an alte Western. So, oder? Das heisst, es ist eine Wiederholung. Ich habe ein Interview gesehen mit dem Dave Grohl, wo er sagt, Nirvana, seine Drum-Patterns sind Disco gesehen, weil er irgendwie huere viel Disco gelost hat und er hat gesagt, das ist dann irgendwie taka, taka, weißt du, irgendwie der klassische Four. Sie hat so Intro-Feels gemacht, an Disco angelernt, oder? Mhm. Und wahrscheinlich kannst du 1993 irgendjemand, der Nirvana gelost hat, fragen, sagt, wie findest du Disco? Und hat wahrscheinlich gesagt, größte Scheiße, was will ich auf keinen Fall hören. Was ist das für ein Scheißtag? Ich habe gerade auch so etwas letztens gesehen vom Method Man, vom Wu-Tang Clan, wo, ich weiß nicht mehr, was für ein Song es war. Aber wie er erklärt hat, wie er auf diesen Text gekommen ist und wie er eigentlich verschiedenste Sachen gelost hat, von, keine Ahnung, Bee Gees oder ABBA zu, weißt du, keine Ahnung was, klassische Musik. Yeah. Und aus all diesen Sachen sich die Inspiration zusammengebaut hat, um den spezifischen Text zu machen. Wenn wir das damals gewusst hätten, wäre das auch wie so gewesen, was? Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Du hast irgendeinen Pop-Schnulzen gelost und von dem hast du die Idee gehabt, um den harten Track zu machen. Wie, weißt du? Ja. Das finde ich auch so. EDM-DJs haben oft ein klassisches Musikverständnis, weißt du? Ja. Dass sie dann so im Kleinen so eine Mini-Symphonie schreiben und dann wird es am Schluss ein völlig stupide EDM-Track. Ja, so. Aber die Leute finden es eben geil, weil es im Kern etwas drin hat, was sie eigentlich schon kennen, ist spürbar. Auch unterbewusst irgendwie schon. Ja, ich bin so ein Buch am Lesen von einem Typ, der eben darüber redet, wie
fallst du eigentlich auf in einer Gesellschaft, wo es alles schon gibt, so quasi. Also so ein bisschen wie generierst du Aufmerksamkeit. Und er sagt eben wie auch das, dass du eigentlich Sachen, die wir alle schon kennen, wie so eine Art recycelst auf eine neue Art und die Leute weisen das nachher dem zu und schnallen nicht, dass eigentlich etwas ist, was sie schon kennen. Oder sie tun wie die neue Erfahrung oder das neue Erlebnis tun sie dem zuweisen und schnallen nicht, dass eigentlich etwas ist, was schon in ihnen drin ist und es einfach anders ein bisschen daherkommt. Und ich habe das Gefühl, immer wenn man von Emotionen redet, redet man irgendwie von Trauer, Liebe, Freude, Wut und was weiß ich. Und ich glaube, eine Emotion, die immer vergessen geht und mega underrated ist, ist Nostalgie. Ja. Und ich empfinde es als eine Emotion. Weil es ist etwas anderes als reine Freude oder was weiß ich. Aber eben, wenn du einen Song hörst, den du als Kind gehört hast, es macht so viel mit dir. Und eben nicht nur Freude oder was weiß ich, sondern es holt dir alles zurück. Und Nostalgie ist darum für mich wie ein eigenes Gefühl. Und irgendwie niemand redet über das als Emotion. So. Und es ist eigentlich genau das, dass eben, wenn du irgendwie wenn ich auch jetzt einen Song gut finde, dann denke ich oft, es tönt ein bisschen wie. Ja. So, wo mir gefällt. Und wahrscheinlich ist es genau das, oder? Ja. Und das löst dann auch wieder etwas aus, oder? Weil das Gefühl, wenn du dann den Song von früher hörst, du kriegst nicht mehr zurück das Gefühl von, du hörst ihn zum ersten Mal. Mhm. Oder noch geiler, so zum zweiten oder dritten Mal, wenn du so richtig anfängst zu fühlen, oder? Dass du dann entscheidest, jetzt muss ich damals, keine Ahnung, muss ich eine CD kaufen oder eine Kassette und jetzt muss ich jetzt 100 Mal hören. Das kriegst du nicht mehr. Das kriegst du nur mit etwas Neuem, wo dich vielleicht an das erinnert, oder? Mhm. Und eben genau das Gleiche mit ich bleibe jetzt beim Beispiel Tarantino-Film oder so. Wo irgendwie dann halt eben das ist eine neue Version von dem, was ich früher geschaut habe. Ja, aber das nimmt mich eben mega Wunder, wie so ein bisschen jüngere Menschen das eben heutzutage wahrnehmen. Weil ich habe mega viele so Momente, wo ich einen Song das erste Mal gehört habe und dachte so, what the fuck ist denn das, Mann? Mhm. Wie crazy ist das? Und wir alle sind einfach so, wow! Mhm. Hast du das gehört? Ey, mein Gott! Und wir sind alle am Durchdrehen wegen dem, oder? Mhm. Und feiern das ohne Ende. Und wenn das an einer Party läuft, sind wir zu zehnten am Kumpen und am, weißt du, so, weil es einfach wie so mind-blowing Moment ist, einfach so, psch, so wow, das ist möglich, oh. Und ich weiß gar nicht, ob es heute noch, weißt du, wie viele so Momente gibt, eben auch zum Beispiel stilistisch, wo man sagt ja so, zum Beispiel in der Mode, dass sich alle 20, 30 Jahre wiederholt sich das alles wieder und gewisse Sachen sind Classics, sie sind einfach die ganze Zeit dort, oder wie eine Jeanshose und und jetzt hast du also all in the mix. Eben, jetzt Mom-Jeans ist schon ein Ding, oder? Alle laufen in Mom-Jeans umeinander, oder? Und so, wieso ist das jetzt wieder back? Und es ist eigentlich eben gar nichts Neues, oder? Aber es ist halt neu für die Generation. Ja, aber haben sie dann auch den Moment gehabt, wo sie es gesehen haben und denken so, wow, was ist denn das für eine Hose? Wie geil ist denn das, oder? Und wir hocken nebendran und sagen, Ich glaube, es hat ja wirklich auch mit Repetition zu tun. Ja. Also weißt du, ich, wo lange bei einem Hitradio geschafft habe, irgendwann schon einfach verstehen, eben, warum etwas ein Hit wird. Weil es ist einfach, wenn es dir 20 Mal am Tag reinbrummt wird, dann geht es irgendwann nicht mehr anders. So, oder? Und ich hatte das zum Beispiel mit AirPods. Wo AirPods rausgekommen sind, hatte ich eine richtige Ablehnung gehabt, einfach so emotional, weil ich gefunden habe, es sieht so verschissen aus. Weil ich bin mir gewohnt gesehen, dass das halt noch so weisse Kabel hat, die so runtergehen. Und dann sind die weg und ich fand, fuck, sieht das scheiße aus. Und einfach, nachdem ich es genug lang gesehen habe und die Kabel immer weiter weg sind, sehe ich jemanden mal mit Kabel und denke so, what the fuck is that? Yeah. Weißt du so? Yeah, yeah. Und das ist einfach nur gewohnt. Es hat sich einfach umgeändert. Und ich denke mal, wenn du, keine Ahnung, wenn du 20 Mal Mom-Jeans gesehen hast, denkst du irgendwann, das geben wir uns jetzt. Ja. Und Musik, ich meine, wie alt sind deine Kids? 5, 7, 13. Alright, also, meine Freundin hat zwei Kinder, zwei in ähnlichem Alter, jetzt ein bisschen älter. Und
wenn die dann Musik hören, dann hast du so oft so, ja klar, kenne ich, es ist jetzt auf der neue Version davon, andere Beat und was weiß ich, aber man kennt Melodie. Und das habe ich ja zum Beispiel in den 90ern, wo ich aufgewachsen bin, habe ich das auch schon gehabt. Dass ich irgendwie ein Lied höre und dann sage ich meinen Eltern, das ist ursprünglich ist das Lied aus den 70ern. Mhm. Und es ist dann halt einfach für meine Generation in dem Moment, ist das dann der richtige Rahmen gesehen, sage ich jetzt mal. Genau. Um die Melodie irgendwie zu transportieren. So. Und ich glaube, das geht nie weg. Weil eben, du lernst das Zeug ja auch erst kennen. Es ist ja auch ein Lied, wenn du jung bist, flasht dich automatisch mehr, weil du noch nicht so viel Referenzen hast. Aber ja, jetzt, wo du es eigentlich sagst, eigentlich, ja, mal, die haben ja schon so einen Moment. Es gibt ja jetzt einfach das Format auf YouTube, oder? Wo das. Wir hören jetzt den Song zum ersten Mal. Ja. Und dann hören sie den Song und reagieren direkt drauf. Ich weiß nicht, wie man diese Art von Clips hat. Reaction wahrscheinlich. Ja. Reaction Clips. Aber ja, oder? Das gibt es schon, ja. Yeah. Mal. Und jetzt, was du sagst. Also, das hört nie auf. Ich kann einfach eben, weißt du, zum Beispiel House of Pain, Jump Around. Ich weiß noch, wo das rausgekommen ist. Wir sind verloren gewesen. Das ist einfach so. Hey. Er fährt dir auch schon riesig an. Mhm. Und ja, einfach so, ja. Eben, vor allem mit Musik ist das, glaube ich, etwas, wo einfach. Gut, ich glaube, das hat auch jeder, wenn er sich sieht als Teenager, wie er angekleidet war und was für eine Frisur er hatte. Voll! Ja. Ich meine, eben, ich habe eben die Bob Marley-Phase. Ich habe das ja dann entdeckt. Es ist dort schon 20, 30 Jahre alt gewesen, das Zeug. Mhm. Und ich habe es wieder dann entdeckt und dann ist das meine Welt geworden für ein, zwei Jahre. Ja. Das kannst du nicht dann abstellen. Dann hast du Dreadlocks alles und... Nein, ich habe wollen, aber es ist dort schon keine gute Idee gewesen. Es hat zwar noch zwei, drei Leute in der Schule mit Dreadlocks, aber nein, ich habe lange Haare gehabt, dann habe ich sie aber irgendwann abgehauen. So, ich habe gedacht, die langen Haare sind es, aber sind es nicht. Nein, aber ich habe so Batik-Shirts gehabt und so. Ja. Das ist mein Stand. Viel Hawaii-Hemmli. Ja, geil. Das ist immer, siehst du, dann bist du auf der weirde Dude mit Hawaii-Hemmli, wo Bob Marley hört. Und dann passt es nicht wirklich in eine andere, in eine andere von diesen drei Gruppierungen, die es gibt. Ja, ja. So, genau. Ja. Weil ich lache mich so kaputt, wenn ich mich sehe in so Triple XL T-Shirts, weißt du, so ein zärmliches T-Shirt, wo bis da geht. Und irgendwie bis zu den Knien runter und einfach so. Wo wir so 7, 8 gewesen sind, sind gerade FUBU-Jeans und so, sind eben gesehen. Und ich habe noch ein Foto, so ein Polaroid-Bild, ich und mein damals bester Freund, wo wir im Tessin sind. Und wir stehen einfach so, weißt du, so beide so nebeneinander. Und wir haben einfach so 1 Meter breite Hose. Und ich habe noch so einen riesen Reflexionspatch, wo wegen dem Blitz von der Polaroid-Kamera einfach noch so. Das ist einfach wie das Panel, das wir hier haben, das Licht macht. Also, das hat einfach so mega reflektiert. Geil. Das ist, dann ist das der Style gewesen. Mhm. Und man hat nicht hinterfragt, sondern man hat das wollen. So. Ja. Ja, neben, und das kommt ja jetzt voll wieder zurück. Der Style ist ja voll wieder um jetzt gerade, oder? Und auch die Marken werden wieder aufgewärmt und alles. Ja, Fiedler hat ja irgendwann ein riesen Revival gehabt. Mhm. Ja. Weil die sind ja komplett wachsen. Ja. Und dann auf einmal. Wenn alle die Filas. Ja. Voll. Und Buffalo-Schuhe auch. Ja. So, wir langsam beenden, aber mich nimmt noch schnell Wunder, was sind so konkrete nächste Projekte, die anstehen? Ich bin mit einem Smoothie-Brand etwas am Planen. Oh. Wo in die Läden kommt. Irgendwann noch vor dem Sommer. Mehr kann ich aber da jetzt noch nicht sagen. Dann als nächstes kommen die Sportferien. Da habe ich immer so Workshops mit Kids, wo wir so ein bisschen customisen und so. Und ich bringe ihnen so ein bisschen Ideenentwicklung vorbei. Und auch wie man Umsetzung von diesen Ideen macht auf Schuhe, auf
T-Shirts etc. Also eigentlich das, was du mit mir auch gemacht hast. So. Ja. Außer dass sie einfach viel weniger Geduld haben und es recht so ein bisschen ist, auch wie so an seine Idee zu glauben und nur weil sie nachher in der Umsetzung schwierig wird, sie nicht gerade zu küdern wegen dem. Mhm. Es trotzdem durchzuziehen. Das sind auf jeden Fall so die nächsten Sachen, die wo anstehen. Und dann nachher aber eben so jetzt in meinem Fall kommt das immer so stetig rein. Ich habe nicht einen mega grossen Ausblick. Das ist ja das, was ja. Leute von außen immer so bewundern, weil sie sagen, mir sagen das die Leute mega oft, ich könnte so nicht leben. Ja. Weil ich kann ihnen natürlich nicht sagen, wie es bei mir 2026 aussieht. Weißt du? Ja, ich kann dir nicht einmal sagen, wie es im Mai aussieht. Das ist so. Ja. Ich kann es nur aufgrund von einzelnen Terminen. Weißt du, vielleicht jetzt im 25 habe ich jetzt vielleicht 2 oder 3 Termine. Und du weißt, das langt nicht. Nein, das langt nicht. Jetzt fürs Jahr. Ja. So. Ja. Aber. Ja, lernst das Vertrauen halt einfach, dass genau. Was du machst, dass du das kannst und dass das am Schluss schon. Ich finde das, eigentlich fast beruhigender. Mhm. So, mir hat immer mehr gestresst, wie eben zum Beispiel, wenn du einen fixen Job hast mit einer Anstellung, hat mich wirklich gestresst zu wissen, wenn ich nichts daran ändere und jetzt nicht mega scheiße bin, dann ist das jetzt auch einfach. Ja, also weißt du, dann ist das auch in 5 Jahren oder so. Und das hat mich eigentlich immer mehr gestresst. Ja, ich glaube, wirst du ein bisschen lazy einfach, wenn du das weißt. Ich habe es gerade mit jemandem geredet, letztens, weißt du, wo wir gefunden haben, hey, ich habe jetzt die ganze Zeit nie gewusst, wie, wo, was und so. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren in dem Job drin und ich muss sagen, ich verstehe die Leute, das ist schon geil. Man wird schon chillig, weißt du, jetzt komme ich mit einem fixen Lohn über, ich gehe um 5 Uhr, ist 4 Abend, dann gehe ich heim. Und ich bin nicht die ganze Nacht am Umhirnen und wache auf, voll schweißbadet und habe das Gefühl, ich muss jetzt ins Geschäft säckeln, weil irgendetwas ist passiert oder keine Ahnung, oder? Yeah. Und ja. Ich glaube, das ist eine Typfrage, oder? Kann ich auch nachvollziehen, weil in meiner ganzen Bahn rein, ich natürlich ein paar Mal schon gemeint habe, jetzt, oder? Da habe ich alles weggerührt und habe nur noch mich auf das konzentriert. Aber das Einzige, was es eigentlich mehr gegeben hat, sind Schulden gewesen, oder? Und dann bin ich wieder zurück ins System rein, quasi, um das wieder abzubauen. Und in diesem Moment schon dann auch merkst du einfach so, schon geil, wenn du weißt, hey, jeden Monat kommt das und das rein. Aber eben der Happiness Level hat stetig wie so abgenommen. Am Anfang ist cool und dann wird es immer so weniger und du merkst einfach so, hey, nein, ich muss wieder das machen, was ich das Gefühl habe, ich muss machen, weil obwohl es manchmal ein bisschen unsicher ist, so die Happiness ist einfach dort. Und das, ja, lieber Happiness dort und zwischendrin ein bisschen nervös, wie geht es weiter, aber dann geht es dann weiter eben und es geht immer weiter. Irgendwie. Ja, und ja, jetzt bin ich einfach das am machen und also ich erachte es sehr als ein Privileg, dass ich das kann machen. Es ist nicht selbstverständlich, auch im Land, wo wir sind, wo alles auch ja, hochpreisig ist am Schluss vom Tag, wo du weißt, auch wenn ich nur schon wenig verdiene, das ist ja nur schon in unserem Nachbarland, das eigentlich schon ein sehr guter Lohn ist, oder? Aber ist dann auch wiederum die Frage, ja, okay, könnte ich dort überhaupt stattfinden? Ja. Yeah. Weil dort hat es nachher wieder 100'000 mehr so wie ich, oder? Wo es gibt, stich ich dort raus oder nicht? Und darum, es ist immer so ein. Es gibt zwei Webseiten, wo du kannst die Einkommen eingeben und danach rechnet es dir aus, was das im globalen Vergleich ist. So. Ja. Und ich bin mal auf die Webseite gestoßen und habe dort einfach mal eher noch tiefen Betrag eingegeben. Für die Schweiz. Und es ist eigentlich ziemlich egal, was für ein Betrag du hast. Du kannst, glaube ich, den Mindestlohn eingeben von der Schweiz. Und du bist automatisch im Top 1% globally. So. Ja. Und schon nur das hat mir so mega. Ja, das ist crazy. So, das ist crazy. Nicht ein Schock, aber oft so, okay, wow. So. Und darum, eben, wenn man es irgendwie kann, von dieser Leidenschaft, die man hat, von dieser Passion, von dieser Bestimmung, Berufung, irgendwie kann leben. Und eben also, Definition kann leben. Viele haben eine Standard, wo sie sich irgendwie
angewöhnen und wann gönnen. Aber wir haben wirklich eben ein Riesenprivileg. Ja. Das ist eigentlich sehr gut geht. Ja, also ich bin unglaublich dankbar für das. Und es ist wirklich also nicht selbstverständlich für mich, dass ich das machen kann, auch so mit meiner Kunst. Weil eigentlich, wenn ich so alle die Künstler oder Kunstschaffenden anschaue, die ich kenne, es nicht viel hat, die wirklich sagen, dass sie mit dem, was sie machen, können leben zu 100%, ohne noch irgendwie Nebenjöblis. Obwohl ich mir das auch selber lege, hey, schau, jetzt ist gerade nicht so viel los, vielleicht sollte schnell einfach so für den Safety einfach schnell kommen. Ich bin gelernter Maler unter anderem. Ich komme jetzt gerade schnell eine Woche schnell auf den Bau. Yeah. Einfach zum schnell, einfach, dass es safe ist, oder? Dass nicht eine Woche lang nichts passiert, oder? Ja, darum, ich bin wirklich, also ich weiß das mega zu schätzen und ich bin sehr dankbar für das, dass ich auch mit Familie und allem das irgendwie kann schaffen, ja. Yeah. Und eben, ich sage auch das in meinen Kindern immer so, im Kontext von der Welt, so, wir sind eine Minderheit, oder? Weil die meisten Leute auf der Welt, also ich sehe es auch immer, die Schweiz ein bisschen wie die Spitze von einem Berg, oder? Wenn du aus der Schweiz gehst, ist es wie wenn du den Berg durchlaufst eigentlich. Und es ist weniger sonnig, weniger einfach, sage ich jetzt mal. Also, du musst nicht weit aus der Schweiz raus. Nein, du musst nur über die Grenze gehen. Yeah. Ja. Weil es gerade so alles ein bisschen anstrengender und ein bisschen ja, anders. Aber auch eben, so die Mentalität und alles verändert sich auch recht schnell, oder? Weil ich glaube, weil es da vielen so gut geht, dann auch viel das Gefühl, sie brauchen niemanden sonst. Sie können das alles alleine, oder? Mhm. Und das glaube ich halt auch, dass es gibt nicht so etwas wie eine One-Man-Show. Oder auch eine Frau-Show. Es hat immer Leute, die dir den Rücken frei halten oder dir Sachen möglich machen oder dir die nächste Connection geben. Oder jetzt in meinem Fall, wenn ich am Abend nicht daheim bin, mit den Kindern umgeht oder einfach alles das. Oder? Darum, es gibt eigentlich niemanden, der es alleine. Yeah. Das gibt es eigentlich nicht. Oder? Und ich finde aber schon, halt, durch das die Leute so ein bisschen geschmeichelt sind immer mit ihrem regelmäßigen Income, wo eben zum Teil auch mega hoch ist, so krass hoch, und sie trotzdem noch reklamieren, aber einfach geschmeichelt sind, durch das sie das Gefühl haben, sie brauchen niemanden sonst. Ja. Yeah. Und das ist einfach ein Fallen, oder? Ja, sie brauchen ja schon nur die Firma, wo das Income. Ja, und du brauchst auch jemanden, wo du kannst auch einfach über das reden, wo dich stört und so weiter und so fort, und das können ja nicht nur immer einfach Psychiater sein, das müssen ja auch irgendwie Leute sein, die dir näher stehen in deinem Leben und so weiter und dich ein bisschen kennen und ja, darum eben die Balance zu haben ist wichtig, aber auch das Bewusstsein zu haben ist wichtig, dass wir eben an einem Ort sind, wo es eigentlich viel besser geht oder besser geht es eigentlich gar nicht und ja, darum einfach die Dankbarkeit einfach so mega hoch muss sein. Finde ich, für alles, was man kann und darf machen, in unserem Kontext vor allem, ohne Konsequenzen. Wir haben keine Konsequenz für so gut wie nichts. Ja. Yeah. Oder? Für deine Meinung zu haben, für was ich male, für was ich sage, wie ich mich anlege, wie ich mich gebe, wie ich mich fühle. Es hat fast nichts eigentlich wirklich irgendwie eine krasse Konsequenz für mein Leben. Wenn wir jetzt sagen, Leben und Tod, ja, ist eigentlich alles so richtig easy going. So, darum, ja. Definitiv. Kommst du wieder mal? Ja, mega gern. Yes. Mega gern. Ich würde sehr gern irgendwann wieder mit dir. Ja, unbedingt. Poden und Wir können auch mal etwas Gastmäßiges machen, weißt du? Also gastmäßig, weißt du, wo wir mehrere. Ich finde das noch lustig auch. Haben wir auch schon gemacht. Das ist sehr schwierig zum Aufgleisen, aber. Ja. Ja, ist ja jetzt ein grosses Sofa. Eben, jetzt können wir das Sofa immer mehr erweitern. Ja, unbedingt. Hey, alles Liebe. Vielen Dank, bist du da gewesen. Ebenfalls, danke für die Einladung. Danke, Christoph. Merci viel mal. Und bis bald. Yes, bis gleich. Peace.